Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Human Rights Talk an alle, die jetzt zugeschaltet sind via Zoom, Facebook, LinkedIn und zusätzlich auch via Livestream auf der Website des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte. Die heutige Veranstaltung wird aufgezeichnet, wird im Nachhinein abrufbar sein auf YouTube, Facebook und natürlich auch auf der Website des Ludwig-Boltzmann-Instituts. Mein Name ist Claudia Unterweger, ich bin Moderatorin und Journalistin beim ORF und meistens nur zu hören auf Radio FM4. Wir hätten Sie natürlich gern begrüßt im analogen Raum, aber unter den Vorzeichen des Lockdowns machen wir jetzt das Beste draus und vielleicht erreicht auf diesem digitalen Weg unsere Veranstaltung ja auch mehr Menschen, als das üblicherweise vielleicht der Fall ist im analogen Raum. Im heutigen Human Rights Talk widmen wir uns der Frage, ein Recht auf Bildung, Covid-19 und die Bruchlinien im System. Wir diskutieren über unser Bildungssystem mit all seinen Schwächen, hoffentlich auch mit seinen Stärken und darüber, was wir aus diesem Bildungssystem, so wie wir es jetzt in der Pandemie erlebt haben, für die Zukunft lernen können. Ich darf eine spannende Runde an Gäste begrüßen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Paul Kimberger ist bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend, danke für die Einladung. Sie sind Gewerkschaftsvorsitzender der Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer in Österreich und ich freue mich, dass Sie da sind. Danke. Karin Lukas ist auch bei uns. Sie ist Sozialrechtsexpertin am Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte und Sie arbeiten auch im Europarat. Sie sind Präsidentin des Europäischen Sozialausschusses. Willkommen. Dankeschön. Ebenfalls hier bei uns ist Susanna Oellinger. Sie ist Bundesschulsprecherin, seit kurzem jetzt neue Bundesschulsprecherin. Sie vertreten 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich, also eine ganze Menge. Und sie sind selbst 18 Jahre alt und im Matura-Jahr am Europagymnasium in Baumgartenberg in Oberösterreich. Hallo, willkommen. Danke für die Einladung. Und ebenfalls mit uns ist Christoph Wiederkehr. Er ist Vizebürgermeister und vor allem für uns heute natürlich interessant, Bildungs- und Jugendstadtrat in Wien und das seit ungefähr einem Jahr jetzt. Hallo. Schönen guten Abend. Ich freue mich auf die Diskussion heute. Wunderbar. Ja, wenn Sie von daheim aus mitdiskutieren möchten, sich am Gespräch beteiligen möchten, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns drüber. Einfach Ihre Frage oder Anmerkung, die Sie haben, in den Chat hineinschreiben, wenn Sie mit dabei sind auf Facebook oder wenn Sie über Zoom zugeschaltet sind, dann gibt es ja dieses sozusagen Frage-Antwort-Feld auf Zoom. Da können Sie ebenfalls Ihre Frage reinschreiben. Wir sammeln die Reaktionen und stellen dann natürlich Ihre Frage an die Runde gegen Ende der Diskussion, beziehungsweise natürlich an den Redner oder die Rednerin, die Sie dann ansprechen möchten. Der heutige Abend wird veranstaltet vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte, von der Universität Wien und von der Österreichischen Liga für Menschenrechte. Und ich darf jetzt gleich das Wort weitergeben an die administrative Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts, an Patricia Mussimeiler. Patricia. Vielen Dank, liebe Claudia. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, Sie alle ganz herzlich willkommen zu heißen im Namen der Veranstalter, die Claudia Unterweger soeben genannt hat, unseres Instituts der Universität Wien und der Österreichischen Liga für Menschenrechte. Wir veranstalten die Human Rights Talks gemeinsam in immer wieder unterschiedlicher Zusammensetzung, aber schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Ziel, menschenrechtliche Themen in ihrer Aktualität und in ihrer Relevanz und Wesentlichkeit für ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche unseres täglichen Lebens in den gesellschaftlichen Diskurs hineinzutragen und um natürlich auch das Bewusstsein und die, wie man so schön sagt, Awareness dafür zu steigern, dass die Menschenrechte, die wir als Institut beforschen, ganz, ganz relevant und in der Wurzel vieler Aspekte in unserer öffentlichen Debatte drinnen stecken. Und wir wünschen uns für den heutigen Abend eine kontroversielle Debatte, eine lebendige Debatte. Wir freuen uns deshalb auch ganz besonders, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Hause vor den Bildschirmen mit dabei sind und hoffentlich viele, viele Fragen im Chat stellen werden, weil unser Ziel für die Veranstaltung nicht ein gegenseitiges Kopfnicken und Schulterklopfen ist, sondern ein Erkenntnisgewinn für möglichst alle, die heute hier dabei sind. Und wenn wir mit der Veranstaltung etwas verändern, wenn wir einen Impact haben, wenn Sie vielleicht
an bestimmte berufliche Fragen oder Fragen in Ihrem privaten Umfeld morgen anders rangehen, dann haben wir überhaupt eine Fleißaufgabe erfüllt. Ja, zum heutigen Thema. Es kommt nicht oft vor, dass ein Veranstalter ein bisschen traurig ist, dass sein Thema relevant ist und aktuell. Wir hätten uns gewünscht, dass es nicht ganz so aktuell ist, wie es jetzt wieder geworden ist. So wie es ausschaut, erleben wir aktuell eine ganz, ganz leidenschaftliche mediale Debatte über die Frage, sollen die Schulen offen bleiben oder sollen sie doch zumachen in der momentanen vierten Welle. Wir haben schon in den vergangenen anderthalb, bald zwei Jahren der Pandemie viele Berichte gehört über die nicht nur intellektuellen, bildungstechnischen, sondern auch die psychischen Nachteile, die Kinder und Jugendliche in der Zeit der Pandemie erfahren und erlitten haben. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir eine tolle Runde aus Expertinnen und auch Praktikerinnen heute begrüßen können, die den Reality-Check bieten werden, die aus ihrer Expertise und aus ihrer Erfahrung heraus mit uns teilen werden, was Kinder und Jugendliche brauchen, was dem vielleicht manchmal im Weg steht, aber wie wir gemeinsam einen besseren Weg beschreiten können. Ja, in diesem Sinne ein ganz herzliches Willkommen und was auch nicht fehlen darf, der Dank zum Schluss, der Dank an unsere Speakers, unseren Keynote-Speaker und die Diskutantinnen, der Dank an die Magistratsabteilung 7 der Stadt Wien, die unsere Veranstaltungen auch unterstützt. Und der Dank an die Franziska Wangler, die sehr, sehr viel daran gearbeitet hat, diese tolle Veranstaltung heute auf die Beine zu stellen. Und an die Claudia Unterweger. Ich freue mich ganz besonders, liebe Claudia, dass wir es endlich mal geschafft haben, dass du einen Human Rights Talk moderierst. Und freue mich jetzt, an dich zurückzugeben und einen schönen, spannenden und erfolgreichen Abend zu wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Patricia. Nicht persönlich anwesend heute hier sein kann Heinz Fassmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wir freuen uns aber, dass er uns eine Videogrußbotschaft übermittelt. Minister Fassmann hat ja selbst auch Hands-on-Erfahrung im Bildungsbereich als Lehrender. Er war in einem früheren Leben an der Uni Wien Professor für angewandte Geografie, Raumforschung und Raumordnung. Und ja, was sagt denn Heinz Fassmann zur Frage, die wir heute Abend hier diskutieren? Die letzten mehr als eineinhalb Jahre haben aufgrund der Covid-19-Pandemie und den daraus folgenden rechtlichen Bestimmungen für das gesamte Bildungssystem enorme Herausforderungen nach sich gezogen. Lockdowns, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum, Schließungen von Gastronomie, Kultureinrichtungen und letztlich auch der Bildungseinrichtungen haben die gesamte Gesellschaft vor besondere Herausforderungen gestellt. Insbesondere im Schulbereich haben sich daraus zahlreiche, auch ungewohnte Maßnahmen ergeben, wie langfristige Schulschließungen, Umstellungen auf Schichtbetrieb, Distance Learning oder Hybridunterricht, Mund-Nasen-Schutz und regelmäßige Testungen mit Herausforderungen für alle Schulpartner, die Lehrkräfte, die Schüler und Schülerinnen sowie die Eltern. Und andere Ansprüche an Hardware oder schlicht auch verfügbare Arbeits- und Lernbedingungen. Von unterschiedlicher Seite wird damit in Frage gestellt, ob damit das Menschenrecht auf Bildung noch erfüllt wird. Die Kinderrechte beinhalten einen ganz ähnlichen Passus. Gleichzeitig ist auch das Menschen- und Kinderrecht auf Gesundheit zu beachten. Das kann für politisch notwendige Entscheidungen durchaus ein großes Dilemma bedeuten. Beide Rechte sind zu achten und bei den Entscheidungen zu bedenken. Dank der neuen Technologien konnten Wege eingeschlagen werden, die vor einem Jahrzehnt in dieser Form noch nicht beschreitbar gewesen wären. In Bezug auf das Distance Learning hat der Verfassungsgerichtshof nunmehr auch rechtlich Klarheit geschaffen. Er hat klar festgestellt, dass das Distance Learning einerseits nicht gegen das Recht auf Bildung verstößt, andererseits auf Dauer aber den umfassenderen
über ein Recht auf Zugang zu Bildung weit hinausreichenden Bildungsauftrag der Bundesverfassung nicht zu erfüllen vermag. Mein Interesse als Bildungsminister war und ist es, den Schülerinnen und Schülern und damit den Eltern und dem weiteren sozialen Umfeld wie Freunde, Verwandtschaft, Großeltern, Betreuungspersonen größtmögliche gesundheitliche Sicherheit in der Schule zu bieten und gleichzeitig den Kindern und Jugendlichen weiterhin ein höchstmögliches Bildungsniveau zu ermöglichen. Das Erreichen dieses Ziels hängt doch immer stark von der Bereitschaft, den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Einzelnen ab. Es gilt daher immer wieder, sich der Frage zu stellen, wie weit die Verantwortung des Einzelnen reicht, Selbstbildung zu erwerben und wo die öffentliche Aufgabe, ungleiche Ausgangsbedingungen auszugleichen, beginnt. Daher halte ich die heutige Veranstaltung und die inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Frage gleichsam unter der Corona-Lupe für wichtig und bin neugierig auf die Ergebnisse. Ja, vielen Dank an Bundesminister Fassmann für dieses Statement. Wie viel Verantwortung trägt also der Einzelne oder die Einzelne für seine, ihre bestmögliche Bildung und wie viel Verantwortung trägt der Staat mit seinen Institutionen? Eine Frage, die er hier aufwirft. Fest steht jedenfalls, dass jeder Mensch ein Recht auf Bildung hat und auch wenn die Art, wie dieses Recht in Österreich umgesetzt wird, teilweise noch zu wünschen lässt, ja, auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die wir heute hier versuchen werden, ansatzweise zu klären. Mitdiskutieren wird heute auch ein Gast, den ich anfangs noch nicht vorgestellt habe. Er ist bekannt in der Öffentlichkeit als einer der prominentesten Gehirnforscher Deutschlands. Ich darf jetzt sehr herzlich begrüßen den Speaker unserer heutigen Keynote. Ich sage herzlich willkommen, Gerald Hüther. Sie sind, glaube ich, live dabei aus Göttingen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin live dabei aus Göttingen, freue mich, dass das geklappt hat. Danke. Wunderbar. Und begrüße alle ganz herzlich, die uns hier zuschauen und zuhören. Gerald Hüther, Sie sind Neurobiologe und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung und Sie sind auch bekannt als Autor für Sachbücher, zum Beispiel Education for Future oder auch Was schenken wir unseren Kindern? Jetzt vielleicht auch aktuell, kurz vor Weihnachten. Der Titel Ihres heutigen Referats hier lautet Zeig mir, wie das Leben geht. Das Recht auf Bildung als Grundlage für ein gelingendes Leben auch und ganz besonders in Krisenzeiten. Wir sind gespannt. Gerald Hüther, bitteschön. Ja, vielen Dank. Das ist ja so, dass ich als Hirnforscher auch eine andere Perspektive auf diese Entwicklung des Kindes habe und ich merke, dass es wichtig ist, dass man nochmal mit einigen Vorstellungen aufräumt, damit wir eine andere Diskussionsgrundlage kriegen, als die wir bisher hatten. Das kindliche Hirn oder das menschliche Hirn wird nicht von genetischen Programmen zusammengebaut, sondern die genetischen Programme sorgen dafür, dass dort oben im Hirn, im sich entwickelnden Hirn, mehr bereitgestellt wird an Nervenzellen und noch viel, viel mehr an Verknüpfungen bereitgestellt wird, als tatsächlich gebraucht wird. Und das Hirn strukturiert sich oder formt die dann am Ende etablierten Netzwerke erst unterwegs in diesem sich selbst organisierenden Prozess heraus. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir in der Vergangenheit ja immer so Vorstellungen hatten, dass es irgendjemanden geben muss, der das Ding zusammenbaut. Es gibt niemanden, der es zusammenbaut. Es besitzt ein Potenzial, viel, viel mehr, als es wirklich braucht. Und dann hängt es eben davon ab, von den Bedingungen, in die ein Kind hineinwächst, was davon gebraucht wird, was stabilisiert wird und was nicht stabilisiert wird. Und das Zweite, dieser Prozess beginnt auch schon vor der Geburt. Das ist also vor der Geburt schon ein Entwicklungsprozess im Gang. Im Wesentlichen strukturiert sich das Gehirn vorgeburtlich. Ich sage es jetzt einfach mal so schnell dahin. Wir könnten das ja nachher noch ein bisschen vertiefen. Vorgeburtlich strukturiert sich das kindliche Hirn anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signale. Das ist ganz wichtig, weil man dann begreift, dass das kindliche Gehirn ja gewissermaßen während der Embryonalzeit Schritt um Schritt merkt, dass da unten ein Körper dran hängt, dass da Signale kommen. Und es lernt dann gewissermaßen, diese von dort kommenden, sind ja eigentlich Störungen, so zu verarbeiten, dass das wieder alles zusammenpasst. Und das ist auch das, was das Hirn sozusagen das ganze Leben lang weiter versucht. Es versucht, seine Vernetzungen immer so zu gestalten,
dass das alles möglichst gut zusammenpasst, dass also oben und unten und hinten und vorn und das, was man so Körper und Geist nennt, dass das alles möglichst gut zusammenpasst. Und so macht sich jedes Kind dann auf den Weg, und so wie sich vorgeburtlich das Hirn anhand dieser, nennen wir es mal vorgeburtlich, mit dem eigenen Körper gemachten Erfahrung strukturiert, so strukturiert sich das Hirn eben dann weiter nach der Geburt anhand der dann in dieser Herkunftsfamilie gemachten Erfahrung. Das ist ganz wichtig, weil man dann plötzlich begreift, dass jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, erstmal richtig ist. Es hat ein Hirn herausgebildet, was sich, da es sich anhand des eigenen Körpers herausgebildet hat, vollkommen richtig ist. Da gibt es kein besser und schlechter, sondern nur anders. Jedes Kind hat einen anderen Körper, und deshalb kommt auch jedes Kind mit einem anderen Gehirn zur Welt. So, und dann wachsen die mit diesen unterschiedlichen Hirnen dann in ihre jeweiligen sozialen Beziehungen hinein. Und natürlich ist das wieder ein ständiger Prozess des Lernens und des Sammelns von Erfahrungen. Und auch hier lernt das Hirn auf die gleiche Weise, wie es schon vorher gelernt hat und wie das dann auch zeitlebens weitergeht. Es lernt nicht die Probleme, die es im Leben gibt, sondern es lernt die Lösungen. Das hängt damit zusammen, dass es ja niemals einen Zustand gibt, wo im Hirn alles passt. Und das wäre dann immer der Zustand, wo die wenigste Energie verbraucht wird. Und deshalb strebt das Hirn ständig nach diesem Zustand, wo das alles passt. Der richtige Fachausdruck dafür heißt Kohärenz. So, wenn es kohärent ist, passt es alles, da will das Hirn hin. Und dann gibt es dauernd Störungen. Es passt nicht, die Mama kommt nicht schnell genug, der Lehrer hat irgendeine Beschwerde und bedrängt einen, oder man macht auch nur die Augen auf und guckt ins Licht und dann sieht man, passt schon wieder nicht, muss irgendwas passieren, dann werden die Pupillen enger und wunderbar, die Lösung ist da. Und was da passiert ist, dass jedes Mal, wenn es wieder durcheinander kommt, wenn es nicht mehr passt, wenn es inkohärent wird und viel Energie verbraucht, dann nach einer Lösung gesucht werden muss, um es wieder passend zu machen. Und wenn es dann wieder passt und man hat eine Lösung gefunden oder das Hirn hat eine Lösung gefunden, dann wird ja Energie frei. Also der vorhergehende Zustand war noch unpassend, viel Energieverbrauch, weil die Nervenzellen alle durcheinander feuern, und jetzt hat man einen Zustand, wo es besser passt, weniger Energie, und dann kann man sich das so vorstellen, dass die dabei frei werdende Energie benutzt wird, um im Mittelhirn, also tiefer unten, bestimmte Bereiche zu aktivieren, die Hirnforscher Belohnungszentrum nennen. Und diese Zellgruppen, die dort sitzen, haben so schöne lange Fortsätze, und an den Enden dieser Fortsätze werden dann Botenstoffe ausgeschüttet, und die wirken wie Dünger. Die wirken so, dass die Vernetzungen, die man eben gerade benutzt hat, damit man ein Problem löst oder was Neues gelernt hat, diese Vernetzungen werden dann unter dem Einfluss dieses Düngers, dieser neuroplastischen Botenstoffe, verstärkt und gefestigt. So, das heißt, wir lernen, wie das Leben geht, unterwegs, indem wir uns mit den Herausforderungen des Lebens dann auch beschäftigen und nach Lösungen suchen. Das heißt mit anderen Worten, auch für unser eigenes Selbstverständnis, wir sind als Menschen niemals fertig, sondern wir sind Suchende. Keiner weiß, wie es geht. Wir müssen es erst unterwegs herausfinden, und dabei strukturiert sich das Hirn so, wie wir dann eben diese betreffenden Lösungen gefunden haben. Und die sind ja durchaus jedes Mal anders. Und wenn man ein Suchender ist, ist es klar, kann man sich auch verirren. Und dann verrennt man sich in irgendeine Lösung, weil kurzfristig sieht sie zwar gut aus, aber langfristig ist sie dann nicht so gut. Und deshalb ist es schön, dass dann die letzte große Entdeckung der Hirnforschung hier auch nochmal genannt werden darf. Wenn es dazu gekommen ist, dass man im Hirn Netzwerke und Verschaltungsmuster ausgebildet hat, die nicht so günstig sind für das weitere Leben. Zum Beispiel kann es passieren, dass man die Freude am Lernen verliert. Dann ist das kein Problem, weil es prinzipiell möglich ist mit unserem lernfähigen, plastischen Hirn, dass wir das zeitlebens auch wieder umbauen können. Also das Hirn ist am Anfang unglaublich formbar, ganz offen, strukturiert sich an dem, was es vorfindet und wie der betreffende Mensch in seine Welt hineinwächst. Und wenn es schiefgegangen ist, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sich das auch wieder korrigiert, indem diese entsprechenden Verschaltungen umgebaut werden. So, und wenn ich das so rum beschreibe als ein aktiver Prozess, den das Kind vollzieht, dann ist das Lernen und das Aneignen dieser Lösungen immer etwas, was das Kind als Subjekt selbst betreibt. Es ist sozusagen der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Und dabei können wir das Kind begleiten. Ja, wunderbar. Aber, und das muss ich dann an der Stelle dann ableiten aus diesem
was ich eben vorgestellt habe. Wir können das Kind nicht bilden. So, was heißt denn das? Was können wir denn dann? Wir können dem Kind helfen, dass es die in ihm angelegten Talente und Begabungen entfalten kann. Und deshalb ist es eigentlich richtiger, von einem Recht des Kindes, eines jeden Kindes, auf die Entfaltung der in ihm angelegten Talente und Begabungen, also seiner Potenziale, zu reden, als dass man von einem Recht auf Bildung redet. Und jetzt die Frage, wie kann es denn gewährleistet werden, dass ein Kind sich selbst bilden will? Und die Antwort heißt, das geht nur, indem es Möglichkeiten findet, das, was es schon mit auf die Welt gebracht hat, nämlich sein Grundbedürfnis nach, also in der Welt etwas zu entdecken und etwas zu gestalten. Das hat es ja aus dem Mutterleib schon mitgebracht, weil es auch intrauterin genau diesen Prozess ja durchlaufen ist. Man könnte sagen, die Erfahrung, dass es geht, dass man wächst, dass man immer weiterkommt, dass man immer mehr Kompetenzen sich aneignet, dass man dann am Ende auch immer autonomer wird, das ist schon in dem Kind auf diesem vorgeburtlichen, in diesem vorgeburtlichen Prozess angelegt. Und deshalb sind alle Kinder so neugierig, wenn die auf die Welt kommen. Die wollen die Welt entdecken, ja klar. Und das nennt man denn diese Lernfreude und ja, die dürfte eigentlich nie vergehen. Wenn es uns gelänge, die Freude, die angeborene Freude unserer Kinder am Lernen aufrechtzuerhalten, wäre alles gut. So, und es gelingt uns nicht und es gelingt uns deshalb nicht, weil ein Kind seine Freude am Lernen sofort verliert, wenn man es zum Objekt von, und jetzt kommen die schönen Worte, von seinen, als Erwachsener, als Lehrer, als Eltern, wer immer das ist, wenn man das Kind zum Objekt seiner eigenen Vorstellungen und Absichten und Ziele macht, wenn man das Kind zum Objekt seiner Belehrungen oder gar seiner Bewertungen macht und am Ende auch noch zum Objekt seiner Anordnungen und Maßnahmen. Immer dann, wenn ein Kind, und natürlich gilt das auch noch für uns als Erwachsene, immer dann, wenn ein Mensch zum Objekt gemacht wird, wenn der also nicht entdecken darf, wofür er sich interessiert, sondern wenn ihm gesagt wird, was er zu entdecken hat und was er zu lernen hat, werden seine beiden Grundbedürfnisse, die er mit auf die Welt gebracht hat, gleichzeitig verletzt. Das eine, hatte ich eben schon genannt, ist das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Später heißt es dann nach Autonomie und Freiheit. Und das andere ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Ich will mit dem anderen verbunden sein. Und wenn mich ein anderer Mensch zum Objekt seiner Anweisungen macht und mir sagt, erst dann, wenn du das alles so gemacht hast, wie ich das von dir erwarte, dann darfst du hier dazugehören, dann gibt es für das Kind ein Riesenproblem. Und wenn man Kinder zu Objekten macht, werden eben beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Das ist so ähnlich, als ob man sie gleichzeitig hungern und dürsten lässt. Und dafür müssen die Kinder ein Problem finden und diese Probleme kennen wir dann. Das sind dann diese Lösungen, die Kinder dann irgendwann finden für das Problem, in das sie geraten sind. Nämlich manche lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Die wollen dann auch gar nichts mehr entdecken. Manche lernen, nicht mehr dazugehören zu wollen. Die wollen dann auch gar nicht mehr dazugehören. Und jetzt kommen wir konkret zu unserer Situation. Das ist die Situation, wie sie eigentlich immer war. Das machen wir schon seit einigen Generationen so, vielleicht schon immer. Aber es ist nicht gut für die Kinder, weil sie sich dann nicht entfalten können. Wenn ich so ein Problem habe und das lösen muss, und manche Menschen sind das ganze Leben lang mit dieser Problemlösung beschäftigt, dass sie irgendwie versuchen müssen, dazu zu gehören oder aber Raum zu finden für ihre eigene Gestaltung, für ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn man so ein Problem hat, dann muss man das Problem lösen. Dann verliert man sofort seine ganze Offenheit. Dann guckt man nicht mehr nach allem, was es in der Welt gibt. Dann interessiert einen auch nicht mehr alles, was es da gibt, sondern dann interessiert einen nur noch, wie ich dieses Problem löse. So, und das wird dann gemacht. Und manche Kinder, hatte ich gesagt, finden eine Lösung darin, dass sie ihre eigene Entdeckerfreude unterbinden und hemmen. Da wachsen sozusagen hemmende Verschaltungen über diesen Bereich, wo diese Entdeckerfreude generiert wird. Dann ist Schluss mit der Entdeckerfreude. Und dann können sie sich den ganzen Tag hinsetzen und das machen, was andere ihnen sagen. Und das lernen, was andere ihnen aufgeben. Mit der Gestaltungslust ist es genauso. Und das sind die eigentlichen Probleme, die wir schon immer haben. Und jetzt kommt Corona und jetzt werden durch die Maßnahmen, die da notwendig waren, es gibt ja auch manchmal im Leben Notsituationen, also gewissermaßen, wenn das Haus brennt, da,
Da kann ich ja nicht darauf achten, dass sich alle noch entfalten können. Da geht es um Lebensrettung. Und in solchen Situationen ist es auch für die Kinder wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn die mal vorübergehend in Regeln gepresst werden und gesagt wird, jetzt geht es so und anders geht es jetzt leider nicht. Tut uns leid, dass wir das machen müssen, aber wir müssen es alle machen und anders können wir diese Krise nicht überstehen. Das ist okay. So, aber wir haben jetzt eine Krise und wir haben solche Bedingungen, wo Kinder plötzlich ihren lebendigen Bedürfnissen nicht mehr nachgehen können. Und dieses Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen, was im Wesentlichen ja neben dem Unterricht in der Schule gestillt wird, mit ihren Freunden zu spielen, sich auszutauschen, zu lernen, was die so alles wissen und rauszufinden, wie das Leben geht, das machen die in der Schule im Wesentlichen heutzutage. Und ist die Schule zu, geht nicht mehr. So, das Ergebnis davon ist Leid, ja. Also das haben die Hirnforscher ja inzwischen gezeigt. Wenn sowas passiert, ist das so ähnlich, als ob man, oder dann werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Ja, jetzt wird ungefähr deutlich, was das wirklich für die Kinder bedeutet. Und wenn jetzt ein Kind feststellen muss, es kann nicht mehr mit seinen Kameraden spielen, es kann seiner Entdeckerfreude da in der Schule nicht mehr nachgehen, und dann in der Lage ist, das so weit wegzuhemmen, dass es nicht mehr ständig wehtut, dann hat sich eine hemmende Verschaltung über diese Bereiche gelegt, in denen diese lebendigen Bedürfnisse generiert werden. Und dann ist das weg, das Bedürfnis. Und das kommt auch von alleine nicht wieder. Und das ist der Grund, weshalb wir so viele Kinder und Jugendliche haben, die auf uns so einen Eindruck machen, als hätten sie ihre ganze Lebensfreude verloren. Das, was uns die Kinder- und Jugendärzte sagen und was viele Lehrer in den Schulen feststellen, dass die Kinder irgendwie ihre Lebenslust, ihre Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust verloren haben, ist eine zwangsläufige Folge dieser Maßnahmen. Und wie gesagt, es ist nicht weiter schlimm, wenn das mal in einem absehbaren Zeitraum für eine gewisse Zeit passiert. Da kann sich jedes Kind wieder anschließend erholen. Da kann man ihm das ja auch erklären, warum das notwendig ist. Aber wir haben jetzt eine Situation, das ist über 2 Jahre, dass das so läuft. Und für ein 7, nur dass wir das mal wissen, für ein 7-jähriger Schüler, wenn der für 2 Jahre sowas durchläuft, dann entspricht das einem Erfahrungsraum, so als würde ich als 70-Jähriger 20 Jahre sowas erleben. Und wer dann noch sagt, das hinterlässt keine Spuren und glaubt, das sei nicht so wichtig, ob die jetzt mal ein bisschen nicht in die Schule gehen oder nicht mit ihren Freunden spielen können, das ist dann schwierig. Da handeln wir uns etwas ein, was wahrscheinlich nicht so leicht wieder aufzuheben ist. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir jetzt alles dafür tun, dass wir unseren Kindern sozusagen diese Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten wieder ermöglichen. So, und ich fürchte, dass uns in unserer Vorprägung nichts anderes einfällt, als dass wir glauben, es müsse jetzt der Unterrichtsstoff nachgeholt werden. Und da muss ich sagen, das ist Ausbildung. Ausbildung kann man immer machen. Ein Kind, was sich für irgendwas interessiert, lernt alles. Und zwar in kürzester Zeit. Aber wenn die Freude am Lernen weg ist, dann lernt es gar nichts. Da kann man versuchen, wie in so ein Fass, alles reinzustecken. Das bleibt dann nicht drin. Das Kind merkt sich nur das, was ihm bei seiner eigenen Lebensbewältigung hilft. Und deshalb müssten wir versuchen, Kindern wieder zu helfen, zu entdecken, wie schön das Leben sein kann. Wer die Freude am Leben, am Lernen verliert, verliert auch die Freude am Leben. Und das ist das, was ich nur schwer ertragen kann, wenn ich mir das anschaue, was im Augenblick mit unserer heranwachsenden Generation passiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein bisschen frech, aber ich dachte, wir brauchen am Anfang auch ein bisschen Stimulus, damit wir nicht einschlafen bei so einer Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Gerald Hütter. Ja, spannende Inputs. Alle Kinder haben also das Bedürfnis nach Gestaltungsfreiheit, nach Verbundenheit. Ja, und wir machen ihnen da einen Strich durch die Rechnung, indem wir sie als Objekte quasi behandeln, als Objekte für unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Ja, schauen wir uns an, wie können wir den Kindern das geben, was sie brauchen, um sich entfalten zu können? Reicht da das Bildungssystem, so wie wir es jetzt derzeit in Österreich kennen? Jetzt ist natürlich unter den Vorzeichen der Pandemie ist das alles nochmal verschärft, aber inwieweit ist es überhaupt so, dass alle Kinder in Österreich ihr Recht in Anspruch nehmen können auf eben eine grundlegende, solide Bildung, auf die Entfaltung ihrer Bedürfnisse?
Ich würde gerne eine kleine Aufwärmrunde, eine kleine Einstiegsrunde für unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen auf dem Panel machen zur Frage, wie schaut denn, was war denn, wie war es denn bei Ihnen persönlich? Also was war bisher im Fall von, fangen wir gleich an mit Susanna Oellinger, der Bundesschulsprecherin, was war denn bisher bei Ihnen persönlich ausschlaggebend für Ihren Bildungserfolg, für Ihre, ja, für Ihren erfolgreichen Bildungsweg? Wer hat bei Ihnen für die richtigen Voraussetzungen gesorgt? Ja, ich habe mir heute darüber Gedanken gemacht und bin dann eigentlich sehr schnell auf meine Kinder zugekommen, auf meine Familie und vor allem auch quasi, was mir von meinen Eltern mitgegeben worden ist, nämlich die Freude beim Lernen, dass es vorher sehr intensiv vorkommt, quasi auch selbst zu erkennen, wieso lerne ich, habe eine ältere Schwester, das war gerade für mich, wie ich jung war, meine Ambition, quasi wenn man die ältere Schwester sieht, die selbst in die Schule geht und Schularbeiten schreibt und gerade einmal klar ist, ist das doch, finde ich, immer eine große Inspiration gewesen, dass man mal so sein möchte wie die älteren Geschwister. Und meine Eltern haben mir sehr stark beigebracht, dass ich quasi auch vor allem für mich selbst lerne, weil ich schon oft das Gefühl habe, dass man in der Schule oft dieses Gefühl vermittelt kriegt, quasi man lernt bis zur nächsten Schularbeit, dass man die Schularbeit hat, dann in weiterer Folge vielleicht die Matura, hauptsächlich man hat die Prüfungen abgeschlossen. Und bei mir ist einfach doch der Aspekt sehr groß geschrieben gewesen von Anfang an mit, du lernst, weil du selbst einen guten Output davon hast, weil du selbst davon profitieren kannst und auch weil du Sachen lernen kannst, die dich interessieren. Und ich glaube, gerade was einem interessiert, das lernt man am liebsten. Und es hat sicher sehr viel Einfluss auf das gehabt, quasi auch, wie ich meine Schullaufbahn gewählt habe, welche Schule ich dann beispielsweise gehe in der AHS, wieso ich genau diesen Schultypen gewählt habe. Einfach um auch darin dann quasi den Erfolg zu erzielen, den ich durch mein Lernen gern haben möchte. Mhm. Ja, klingt schön. Sie haben sich also das Europagymnasium ausgesucht. Genau. Ja, super. Und ja, sind da auch gerade im Matura-Jahr. Das heißt, daran sieht man vielleicht auch ganz gut, wie lange diese Pandemie schon dauert. Hat begonnen, wie Sie 16 waren wahrscheinlich. Genau, also ich war in der 6. Klasse Oberstufe und auf einmal bin ich in der Matura-Klasse und die Pandemie ist leider immer nur da. Die 2 Jahre sind ehrlicherweise extrem langsam und extrem schnell gleichzeitig vergangen. Es hat irgendwie, ich habe das Gefühl, es hat gestartet und jetzt stehe ich kurz vor der Matura und bin quasi fertig mit meiner Schullaufbahn, obwohl einfach doch wichtige Aspekte im Nachhinein fehlen oder irgendwie mir jetzt bewusst sind, dass sehr viele Sachen gefehlt haben, die oft zu einer normalen Schulkarriere unter Anführungszeichen dazugehören. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch das Soziale, nehme ich mal an. Ja, genau, Schulreisen, Matura-Wahl, Sprache, also ich habe einen Sprachenschwerpunkt. Ich habe in meiner Oberstufe ganzige Sprachreise gemacht und natürlich kein Weltuntergang, aber trotzdem was, wo man ein bisschen nachtraut, dass man es nicht gehabt hat, weil es einfach doch sehr schöne Erlebnisse sind, woran man sich, wenn ich mir vorstelle, wenn ich in 30 Jahren Matura treffen habe, woran erinnert man sich zurück an die gemeinsamen Momente mit der Klassengemeinschaft, mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Und die waren einfach in den letzten 2 Jahren sehr dezimiert und nicht wirklich vorhanden. Ich möchte gleich die Frage weiterreichen an den Herrn Kim Berger. Sie sind ja, Gewerkschafter für die Pflichtschullehrer, Pflichtschullehrerinnen. Was war denn bei Ihnen persönlich ausschlaggebend für Ihren Bildungserfolg? Das Interesse an der Welt von Anfang an, das Interesse an den Menschen, das hat zwar meiner Mutter viele Nerven gekostet, weil es nicht bedeutet, ein zwangsläufig guter Schüler zu sein, wenn man zu viele Interessen hat an allzu verschiedenen Dingen und vielleicht die Fähigkeit noch nicht hat, Prioritäten zu setzen. Aber daran hat sich bis heute nichts geändert. Es waren dann noch prägende Figuren dabei, wenn ich an meine Großväter denke. Natürlich auch prägende Figuren in meiner Schulzeit, Lehrerinnen und Lehrer, die oft mehr oder weniger zufrieden mit mir waren, mit meinem Lernerfolg. Aber ich kann aus heutiger Sicht, glaube ich, behaupten, dass sowohl meine Umgebung, meine Eltern für mich nicht den Weg vorbereitet haben, sondern sie haben mich nicht auf das Ziel vorbereitet haben oder nicht den Weg bereitet haben, sondern sie haben mich auf den Weg vorbereitet. Und da bin ich Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar.
Und daran hat sich letztendlich bis heute nichts geändert. Also wenn Sie sagen, auf den Weg vorbereitet, dann meinen Sie, was genau? Wir haben eine Welt, die sich unheimlich rasch ändert. Ich bin eigentlich noch eine analoge Generation, keine digitale Generation. Das ist vielleicht auch ein durchaus interessanter Aspekt, weil sich unsere Welt so schnell entwickelt. Und letztendlich ist ja mein Berufswunsch ja nie ganz klar gewesen. Ich bin eigentlich zufällig Lehrer geworden, Pädagoge geworden. Und es hat dann auf diesem Weg so viele Überraschungen und neue Perspektiven gegeben, dass ich sagen kann, der Weg wurde nicht bereitet, sondern er wurde vorbereitet. Und ich freue mich, auch wenn ich jetzt schon 54 Jahre alt bin, auf den weiteren Weg, auf weitere interessante Sachen, auf viele Dinge, die ich noch lernen kann. Und besonders wichtig sind mir da die Menschen. Ja, vielen Dank. Gleich weiter in der Runde. Christoph Wiederkehr, wie war das bei Ihnen? Wie ist Ihre Bildungslaufbahn verlaufen? Ich nehme an, erfolgreich, sonst würden Sie nicht hier sitzen. Was hat Ihnen da geholfen? Wer hat Sie da unterstützt? Zum Schluss erfolgreich, aber das war nicht immer selbstverständlich. Ich war von Kind an sehr, sehr neugierig. Darum fand ich dieses Eingangsstatement vom Herrn Hütter sehr, sehr schön, weil ich sehr früh an mir diese Lernfreude und diese Neugierde erlebt habe, die bei mir aber sehr, sehr früh kombiniert war mit einer großen Drang, selbstständig zu denken und auch kritisch zu sein. Und als so ein Schüler ist man nicht immer nur angenehm für die Lehrerinnen und Lehrer und auch für die Eltern, wenn man alles hinterfragt. Das war bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt und darum hatte ich durchaus auch meine Schwierigkeiten in der Schule über viele Jahre. Und schlussendlich gab es dann für mich die positive Bildungslaufbahn, weil ich ein paar wenige Lehrer vor allem hatte, die auch daran geglaubt haben, die gesagt haben, es ist gut, dass du hinterfragst, warum ich diesen Stoff jetzt unterrichte, weil es zeigt, dass du selbstständig denkst und vor allem auch Sachen verändern möchtest. Und diesen Drang, Sachen zu verändern, habe ich dann ganz gut kanalisieren können, indem ich dann Schulsprecher wurde, Sachen verändern konnte. Sehr früh mit begonnen habe, mich für Politik zu interessieren und damit mein Bildungsweg gut verlaufen ist, aber mit einigen großen Herausforderungen im Bildungssystem, vor allem deshalb, weil ich auch erlebt habe sehr, sehr früh, dass das Bildungssystem relativ wenig Freiheiten für Jugendliche auch ermöglicht, nach eigenen Interessen, Schwerpunkten auch zu gehen. Ich war persönlich in einem AHS-Gymnasium, in einem humanistischen Gymnasium, wo sehr, sehr viel vorgegeben ist. Und darum war für mich auch klar, ich möchte bildungspolitisch aktiv werden, selber einen Beitrag leisten, mit die Schule verändern zu können, dahingehend, dass die Neugierde erhalten bleibt und vor allem auch die Freude am Lernen da ist und Jugendliche auch lernen, das kritisch zu sein, selber zu denken, die Welt verändern zu wollen, etwas Positives ist, was auch gestärkt gehört. Und darum bin ich froh, heute auch Bildungsstadtrat von Wien sein zu dürfen und hier einen Beitrag dahingehend leisten zu können. Sehr gut, ja, wunderbar. Ja, und die Karin Lukas ist auch noch bei uns in der Runde, Menschenrechtsexpertin hier vom Ludwig-Boltzmann-Institut. Sie sind in der Wissenschaft, Sie sind im Europarat auch. Wie ist Ihre Bildungslaufbahn gewesen, beziehungsweise was hat Ihnen, was waren die Voraussetzungen für Ihren Bildungserfolg? Ja, also ich hatte Eltern, die mich unterstützt haben, die das ganz gut gemacht haben, indem sie immer gern gelobt haben. Also da konnte man sich dann auch nicht so gut entziehen, dem zu leisten. Das hat auch Vor- und Nachteile. Ich hatte Lehrerinnen und Lehrer, also vor allem eben die Dinge ein bisschen anders gemacht haben, die mich, zum Beispiel meine Deutschprofessorin, ja, wir haben verschiedene Literatursachen gemacht, die spannend waren, Geografie und Deutsch zusammengeführt, also ein bisschen vernetzter gemacht, Theater gespielt und diese Sachen sind mir sehr in Erinnerung geblieben, weil das einfach, da ist man gleich interessiert und macht mit und das ist gleich ein anderes Dabeisein. Und ich hatte dann
Ende der 7. Klasse die Möglichkeit, an einem Schüleraustauschprogramm teilzunehmen. Und bin dann nach Südafrika gegangen. Das war 1991, Ende des Apartheid-Regimes. Das war eine wilde Zeit, wo eben Rassentrennung aufgebrochen wurde, da nicht klar war, ob jetzt ein Bürgerkrieg ausbricht. Und in die Schule, wo ich gekommen bin, an die Westridge High in Johannesburg, zum ersten Mal andere Kinder als weiße Kinder gekommen sind, ja, verschiedene ethnische Hintergründe. Und ich glaube, das hat mich sehr stark dazu gebracht, mich dann später im Studium mit Menschenrechtsforschung und Menschenrechtsfragen zu beschäftigen und wie man da eigentlich, ja, welche Strukturen es da eigentlich gibt, die Menschen voneinander trennen oder zusammenführen. Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich finde, was da jetzt sehr deutlich rausgekommen ist, ist, dass dass auf all diesen Bildungswegen da ganz viele Faktoren auch mit reingespielt haben. Also die Familien, die sie gut auf den Weg vorbereitet haben, haben wir da gehört, oder unterstützende Lehrerinnen, Lehrer oder jetzt eben Austausch, Schüleraustauschmöglichkeiten. Ich denke mir, wir hatten alle Glück, die wir da hier sitzen in der Runde, in unserer Bildungslaufbahn. Wir kennen aber auch alle Menschen, die vielleicht mit uns in der Klasse waren und dann irgendwann rausgefallen sind aus dem System, oder die vielleicht aus weniger privilegierten Verhältnissen kommen, die diese Möglichkeiten nicht hatten, um ihr volles Potenzial entwickeln zu können. Und die Frage ist, wie können wir unser Bildungssystem dahingehend verändern, damit eben alle Kinder ihr Potenzial, ihr Recht auf Entfaltung, wie es der Herr Hütter genannt hat, ausschöpfen können. Schauen wir uns einmal an, vielleicht, was wir denn überhaupt an Vorgaben in Sachen Bildungssystem erfüllen oder erfüllen müssten hier in Österreich, soweit das festgeschrieben ist in internationalen Vereinbarungen, in internationalen Abkommen. Ich möchte gleich bei Ihnen bleiben, Karin Lukas. Sie sind Expertin für soziale Rechte, unter anderem eben auch für das Recht auf Bildung. Was ist denn eigentlich dieses Recht auf Bildung? Also vielleicht können wir da eine kurze Definition bekommen, damit wir überhaupt wissen, wovon wir sprechen, woran lässt sich das festmachen? Also das Recht auf Bildung ist schon ein sehr altes Recht. Es wurde bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 festgehalten. Und auf internationaler Ebene ist es sowohl im Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert, als auch in der Kinderrechtskonvention, die, glaube ich, eh schon angesprochen wurde. Und dieses Recht ist auch auf europäischer Ebene sehr zentral verankert, weil es eben so ein ganz wichtiges Recht ist, das also nicht nur mit Bildung, Ausbildung, Weiterbildung zu tun hat, sondern eben auch ganz stark andere Rechte beeinflusst. Zum Beispiel, dass ich eben dann einen Job bekomme, wo ich angemessen bezahlt werde, wo ich meine Talente ausspielen kann und so weiter. Und das spielt Armutsprävention und Recht auf Bildung, die haben auch sehr stark miteinander zu tun und so weiter. Also das ist ein ganz zentrales Recht, also das auch auf europäischer Ebene auf zwei Arten verankert ist, in der Europäischen Sozialcharta, in dem Monitoring-Ausschuss dieses Vertrags sitze ich und wir schauen uns an, wie die Länder in Europa, unter anderem auch Österreich, soziale Rechte umsetzen, unter anderem das Recht auf Bildung. Und hier gibt es verschiedene Aspekte, also das Recht auf unentgeltliche Schulbildung in der Primär- und Sekundärstufe, dann Schutz für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, also dass sie auch eben die Möglichkeit haben zu lernen, freudig zu lernen, und das Recht auf berufliche Bildung. Das in ein bisschen abgespeckter Form haben wir auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention, die also das bekanntere Instrument ist. Also das ist recht zentral verankert. Wie schon auch der Herr Hütter gesagt hat, das Recht auf Bildung ist essentiell für jedes Kind und dessen Entwicklung. Also das Recht auf unentgeltliche Schulbildung in der Primär- und Sekundärstufe muss für alle Kinder gewährleistet sein, auch während der Covid-19-Pandemie. Und speziell berücksichtigt werden müssen dabei auch die Situationen von benachteiligten Kindern, zum Beispiel Kinder mit Behinderungen oder asylsuchenden Kindern. Und meiner Meinung nach gibt es hier zwei wichtige Kriterien des Rechts auf Bildung.
Zum einen der Zugang zu Bildung für alle, wird auch manchmal inklusive Bildung genannt, also spezielle Aufmerksamkeit und Maßnahmen zu setzen für benachteiligte Kinder, dass sie ein adäquates Lernumfeld haben. Das ist das eine, Zugang, und das andere ist Qualität der Bildung. Also Bildung mit Rücksicht auf die gute Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, Bildung, die auf Stand ist, auch wiederum dieses Recht auf des Kindes, sich zu entwickeln nach gemäß seinen Talenten, aber auch Dinge wie adäquate Ressourcen für den Bildungsbereich, zum Beispiel das Verhältnis zwischen Lehrpersonal und Schülerinnen muss angemessen sein. Und wenn wir über das Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche sprechen, dann ist das Kindeswohl der zentrale Gradmesser. Und hier gibt es einige Aspekte. Auch hier wiederum kann ich schön referenzieren zu dem, was Herr Hütter gesagt hat. Das Kind ist eben kein Objekt. Das Kind ist ein Subjekt und ein Träger, Trägerin von Rechten. Und damit ist ein zentraler Aspekt, also neben, dass ich also eine entsprechende Lernvermittlung bekommen und so weiter, eben auch, dass ich eine soziale Entwicklung adäquat vorfinde, dass ich mich mit Gleichaltrigen austauschen kann, dass ich von Gleichaltrigen lernen kann. Also das sind ganz wichtige soziale Aspekte, die in der Familie allein nicht gewährleistet werden können und die, wie wir in Studien ja auch mittlerweile sehen, auch für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ja ganz, ganz, ganz maßgeblich ist. Und wir haben zwar, ich habe jetzt gesagt, also wir haben auf internationaler Ebene, europäische, nationale, das Recht auf Bildung verankert, aber die Umsetzung vom Recht auf Bildung lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Vor allem in Staaten des globalen Südens haben Milliarden Menschen nach wie vor keinen oder nur einen äußerst begrenzten Zugang zu einer angemessenen Bildung oder Ausbildung. Hier eine kurze Zahl. Die UNO-Kinderrechtsorganisation UNICEF hat im März dieses Jahres veröffentlicht, je länger die Kinder die Schule nicht besuchen, desto größer ist die Gefahr, dass sie nicht in die Schule zurückkehren. Das könnte laut UNICEF-Schätzungen infolge der Corona-Pandemie 24 Millionen Kinder betreffen. Hinzu kommen aber noch 258 Millionen Kinder und Jugendliche, die auch schon vor der Pandemie keinen Zugang zu Bildung hatten. Und die jugendlichen Kinder können nicht ausreichend Fähigkeiten erwerben, um sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Und die Gefahr besteht, dass zukünftig noch mehr Familien von extremer Armut betroffen sein werden. Und in Österreich sehen wir, wie auch in anderen europäischen Staaten, der Zugang zu Bildung und höherer Bildung ist stark segmentiert. Also nach Bildungsmobilität, nach sozialer Mobilität. Also wir haben ein noch immer recht starres Bildungssystem. Also das heißt, für Kinder, deren Eltern einen niedrigeren formalen Bildungsabschluss haben, ist es vergleichsweise schwierig, einen Bildungsabschluss einer höheren Schule oder Universität zu erreichen. Also Bildungschancen werden in Österreich nach wie vor zu einem gewissen oder zu einem großen Teil vererbt, könnte man sagen. Ja, vielen Dank. Für diese umfassende Einführung jetzt sozusagen auch in das Rechtliche, in den rechtlichen Rahmen zu diesem Recht auf Bildung. Vielleicht kommen wir zur aktuellen Analyse gleich. Wir haben da jetzt eh schon viele Stichworte gehört, worauf zu achten ist im Bildungssystem. Ich möchte ein bisschen Reihe umgehen auch gleich. Wie ist denn Österreich Ihrer Ansicht nach im Hinblick auf das Bildungssystem durch diese Pandemie gekommen? Also wir haben jetzt diese spezielle Situation. Was ist schlecht gelaufen, aber vielleicht auch, was ist gut gelaufen Ihrer Ansicht nach? Ich würde gerne da die Frage in die Runde werfen, vielleicht Frau Oellinger, vielleicht fangen Sie gleich an. Sehr gerne. Ja, die Pandemie ist eine Krise und die Krise hat natürlich auch vor der Schule keinen Halt gemacht und hat unser Bildungssystem vor einem Prüfstand gestellt, gerade, also wenn ich mich zurückerinnere, in dem März 2020, wo einfach von einem Tag auf den anderen gesagt worden ist, okay, morgen seid ihr im Distance Learning, ist einfach unsere Schule vor einem Problem gestanden. Wir waren definitiv, was die Digitalisierung betrifft, nicht im 21. Jahrhundert, sondern eher vergleichsweise im 19. Jahrhundert, einfach weil alleine, wenn man die technische Ausstattung in manchen Schulen ausschaut, war das einfach nicht dort, dass man sagen kann, okay, man macht jetzt Online-Unterricht. Und da war vor allem anfangs auch ein Problem, gerade also auch was sozial schwächere Familien betrifft,
es hat nicht jedes Kind in jeder Familie selbst ein Laptop gehabt oder ein Tablet. Und da sind einfach Familien vor Probleme gestellt worden. Nicht nur, wie schaffe ich das finanziell an, sondern weil dann einfach automatisch dann die Problematik kommt, ist, wie kann ich meinem Kind, was zu Hause sitzt, überhaupt einen Unterricht gewährleisten, wenn die Materialien beispielsweise nicht da waren. Und da sind einfach extreme Unterschiede entstanden. Und das hat natürlich auch einen Einfluss dann auf das Lernen gehabt und auch wie Klassen miteinander dann wieder sind, wenn sie zurück in den Unterricht kommen, was den Wissensstand betrifft. Und generell in der Krise hat sich, glaube ich, sehr gut gezeigt, wie wichtig auch die Kommunikation ist. Wir sind jetzt gerade wieder in einer sehr aktuellen schulpolitischen Situation, wo einfach die Schule gerade letzte Woche wieder vor eine Hürde gestellt worden ist, weil einfach sehr viel Verwirrung da war. Und gerade was Kommunikation betrifft, Schulen müssen informiert werden, genauso wie Schülerinnen und Schüler. Diese Unklarheit ist ein irrsinniges Problem und macht gerade dieses Gefühl, wenn man in der Schule sitzt und generell in einer Pandemie ist. Also ich kann das aus Sicht, dass ich selbst in die Schule gehen kann, das deswegen aus meiner persönlichen Sicht und auch von mir in der Klasse sagen, wenn man generell in sehr unruhigen Zeiten ist, das heißt, wir haben anderthalb Jahre Distance Learning hinter uns, wenn dann auf einmal wieder diese Unwissenheit kommt, das löst einfach auch sozial unglaublich viel aus. Das ist wie ein Déjà-vu und das ist nicht schön, das ist einfach auch eine gewisse Angst, die man da hat. Aber natürlich, es hat nicht nur Negatives gegeben. Was ich persönlich sehr schätze in dieser Pandemie, ist gerade dieser Zusammenhalt zwischen Schulpartnerinnen und Schulpartnern. Ich bin mittlerweile seit 4 Jahren in der Schülerinnenvertretung und habe einfach noch nie gesehen, dass gerade was Eltern, Lehrpersonen und auch Schülerinnen und Schüler betrifft, dass da auf einmal so der Drang dazu war, dass man gemeinsam zusammenarbeitet, dass einfach auch die verschiedenen Fraktionen gesehen haben, wie wichtig es ist, dass man miteinander kommuniziert, wie wichtig das ist, dass man daran arbeitet, dass man gemeinsam den Schulalltag wieder hinkriegt, weil der war einfach im März 2020 ist der von einem Tag auf den anderen über den Haufen geworfen worden. Und das Unterrichtssystem, was wir gekannt haben, hat es zu dem Zeitpunkt einfach kurzfristig nicht mehr gegeben. Und ich finde das schön, dass man dann einfach gesagt hat, okay, quasi, es ist nicht immer beispielsweise Lehrpersonen gegen die Schülerschaft, sondern man kann da miteinander in den Vordergrund stellen. Genauso auch, dass jetzt einfach auch mehr Aufmerksamkeit auf die Schülerinnen und Schüler gegeben worden ist, weil wir sind die, die jeden Tag in die Schule gehen und auch von den Konsequenzen leben, die quasi über uns entschieden werden, die in der Politik, in der Regierung entschieden werden. Und wir sitzen dann in der Schule, in der Klasse und haben die Realität davon. Und da kann man uns nicht einfach nicht fragen, sondern wir müssen aktiv mit einbezogen werden und gefragt werden, wie geht es uns, wie funktionieren die Umsetzungen, weil sonst kann eine Verbesserung nie funktionieren, wenn man das Ergebnis nicht anschaut und schaut, ob das ein gutes Ergebnis ist. Und Sie haben das Gefühl, dass jetzt in der Pandemie Schüler, Schülerinnen mehr gehört werden als davor? Ja, also ich bin ja selbst in der Schülerinnenvertretung und habe da aktiv gemerkt, dass einfach auf uns zugegangen worden ist, dass auf uns zum Beispiel als Bundesschülerinnenvertretung zugegangen worden ist. Was ist eure Meinung zu einem Thema? Weil das ist unsere Aufgabe. Und ich finde das unglaublich schön, dass wir in Österreich überhaupt so ein Vertretungssystem haben. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt in einem anderen Land. Und es ist wichtig, dass man, wenn man ein Vertretungssystem von einer so großen Personengruppe hat, also ich vergleiche Schülerinnen und Schüler mal ganz gern mit einer Gewerkschaft, weil wenn wir Gewerkschaft wären, wären wir sehr große mit 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler. Und da ist es auch wichtig, dass man die Vertreterinnen und Vertreter fragt, was ist los mit der Schülerschaft und wie geht es ihnen? Ja, vielen Dank, Frau Oellinger. Ich möchte gleich weiterreichen an den Herrn Kim Berger als Lehrer, Lehrerinnenvertreter. Wie ist denn Ihre Analyse? Wie schaut es aus mit dem Bildungssystem, das wir aktuell jetzt in der Pandemie erleben? Was war gut, was war schlecht oder was läuft derzeit gut und schlecht? Gestatten Sie mir noch einen Satz zum Recht auf Bildung. Ich würde ersuchen, das nicht nur auf die schulische Bildung abzustellen, sondern auch besonders auf die Frühkind- und Elementarpädagogik. Weil wir stellen halt oft fest, dass in diesen ersten Lebensjahren schon so viele Chancen verloren gehen, die dann gar nicht mehr aufgeholt werden können. Aber jetzt zu Corona. Ich glaube, was von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern geleistet wurde in den letzten 1,5 Jahren, ist gewaltig. Es ist angesprochen worden, dass es am Beginn schlagartig gegangen ist in den Lockdown, ins Distance Learning. Abhängig vom Alter der Kinder ist das natürlich mehr oder weniger möglich. Es ist schwer möglich, einen 7-jährigen Volksschüler vor den Computer zu setzen und zu sagen, du schaust jetzt auf dieser Lernplattform das an. Da hat sehr viel analog passieren müssen.
In der Sekundarstufe 2 ist wahrscheinlich das leichter möglich, diese technischen Unterrichtsformen. Aber eines ist klar jetzt hervorgekommen, dass Schule mehr ist als Wissensvermittlung, sondern vor allem ein soziales Gefüge. Und das gilt für den 6-jährigen Volksschüler genauso wie für die 18-jährige Maturantin. Und das ist sicher etwas Positives, dass Schule in dieser Corona-Zeit jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und wenn ich mir die Diskussion anschaue der letzten Tage und Wochen, wo wir uns bekannt haben, ja, zu offenen und sicheren Schulen, weil eben ein hochwertiger Unterricht und vor allem der soziale Lebensraum Schule für unsere Schülerinnen und Schüler so wichtig ist, solange es epidemiologisch vertretbar ist, dann muss ich feststellen, dass es eben keine Diskussion mehr bei vielen Schülerinnen und Schülern geht, was kann ich mir in der Schule ersparen, sondern nein, ich möchte in die Schule gehen. Ich möchte meine Klassenkolleginnen und Kollegen treffen. Ich möchte etwas lernen. Und das ist wahrscheinlich das Positive an dieser Corona-Pandemie. Und ja, wir sind, glaube ich, besser durch die Krise gekommen, als manche behaupten. Aus meiner Sicht gibt es keine verlorene Generation. Es gibt jetzt keine Weltuntergangsstimmung, dass die Bildungsnation Österreich jetzt den Bach hinuntergeht. Ganz im Gegenteil. Allerdings, und das muss ich sagen, Corona hat natürlich wie ein Brennglas gezeigt, welche Versäumnisse, wo schon einige angesprochen wurden, in den letzten Jahren und Jahrzehnten es gegeben hat und wo es in Österreich in der Schule eben hapert. Und wenn ich an die Digitalisierung denke, ich war ja verwundert am Anfang, dass das Distance Learning so gut geklappt hat, weil hätten wir nur die Ausstattungen gehabt, die die Republik Österreich, die Schulehalter den Schulen zur Verfügung stellen, dann hätte sehr wenig geklappt. Alles ist im Wesentlichen gemacht worden auf Eigeninitiativen von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern und das klappt bis heute gut. Allerdings natürlich auch mit gewissen negativen Effekten, die ich schon angesprochen habe. Deswegen jetzt ein Bekenntnis zu offenen Schulen, solange es nur irgendwie geht. Man glaubt, hat das Distance Learning tatsächlich so gut, wie Sie sagen? Also ich meine, es hat ja auch gefehlt an Basic. Also das eine war sozusagen die Hardware, die Geräte, die hat man dann halt irgendwann hat dieser Rollout dann begonnen, sozusagen an alle Kinder diese Laptops zu verteilen. Aber es hat ja auch zum Teil an ganz elementaren Kenntnissen gefehlt. Wie schreibe ich ein E-Mail? Wie tue ich da? Also wie weit ist man da jetzt? Ich glaube, wir sind insgesamt sehr weit, weil das hat vielleicht ein paar Anfangsschwierigkeiten gegeben, aber diese modernen Unterrichtsformen werden natürlich tagtäglich in unseren Schulen gelebt, zum Großteil auch schon vor Corona. Ich habe die Einzelinitiativen angesprochen, aber lassen Sie mich vielleicht jetzt noch ein paar Worte sagen. Warum ist jetzt das Bekenntnis zur offenen Schule so wichtig? Weil wir gesehen haben, dass es natürlich sehr negative Side-Effekte gibt, wenn Schülerinnen und Schüler sehr lange nicht in der Schule sind. Besonders im sozial prekären Bereich, wo Kinder zu Hause eben keine guten Rahmenbedingungen haben, keine Infrastruktur haben, keinen Laptop haben, nicht die notwendige Unterstützung und auch nicht den Raum. Und diese Kinder dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und weil die Sonderpädagogik ja angesprochen wurde. Ich bin von meiner Lehrergeneration eigentlich im Jugoslawienkrieg eingestiegen in die Schule, wo sehr viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind. Das heißt, wir hatten dort auch schon enorme Herausforderungen. Die Flüchtlingskrise 2015 war nicht die erste Krise. Und ich habe dort in den Schulen gesehen, wie wichtig, wir haben dort mit Integration begonnen, wie wichtig jetzt es ist, über die gesamte pädagogische Bandbreite zu denken. Von Kindern mit besonderen Bedürfnissen bis hin zu Hochbegabten. Alle müssen von uns begleitet werden, aber nicht, wie der Herr Hütter gesagt hat, im Mittelpunkt steht aus meiner Sicht jetzt nicht die Stoffvermittlung, sondern vor allem, wie können wir die Kinder und Jugendlichen möglichst gut durch diese Krise bringen. Und wir sehen, dass natürlich die Luft teilweise heraus ist. Wir haben enorme Herausforderungen an unseren Schulen, Personalausfälle,
zu wenig Unterstützung. Das sind jetzt die Brennpunkte. Wir haben beispielsweise in Österreich kein etabliertes Unterstützungs- und Supportsystem wie in anderen vergleichbaren Ländern, wenn ich an Psychologen, Sozialarbeiter, medizinische Unterstützungskräfte bis hin zu den administrativen Unterstützungen denke. Jetzt ist der Strom ausgegangen bei mir im Büro, ich schalte dann sofort wieder ein. Auch das ist natürlich eine Herausforderung, aber wir bewältigen das. Nein, aber insgesamt muss ich sagen, wenn wir alle zusammenhelfen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir es schaffen, alle Kinder möglichst gut durch diese Krise zu bringen. Allerdings wird uns diese, wenn sie einmal vorbei ist, die Hoffnung haben wir alle, weil es dauert schon viel zu lange, werden uns die Effekte noch sehr, sehr lange begleiten und beschäftigen, auch in den Schulen. Und das ist sicher eine große Herausforderung. Aber Zusammenfassung, ich glaube, wir sind besser durch die Krise gekommen, als manche, die sich permanent im Katastrophenmodus befinden. Ja, Sie haben ja auch, muss ich schon doch darauf hinweisen, gesagt im Sommer, dass Sie, also da haben Sie recht viel Zuversicht versprüht und haben eben gesagt, Sie glauben, dass wir mit größtmöglicher Normalität durch dieses Schuljahr kommen. Jetzt sitzen wir wieder im Lockdown. Ich meine, die Schulen sind offen, aber alle sind dazu angehalten, die Kinder, wenn möglich, daheim zu lassen. Ja, also die Normalität schaut natürlich anders aus, aber ja. Ich glaube, dass wir nach wie vor in diesem Spannungsfeld drinnen sind. Wir haben die Aufgabe für unsere Kinder und Jugendlichen, größtmögliche Normalität, pädagogische Normalität, soziale Normalität in unseren Schulen und darüber hinaus möglich zu machen. Aber gleichzeitig haben wir die Aufgabe, den größtmöglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung und auch immer eine Abwägung. Und deswegen bin ich aber froh, dass jetzt das Bekenntnis und die Entscheidung gefallen ist, dass die Schulen trotz teilweise extrem hoher Inzidenzen offen geblieben sind. Wir tun alles, um das System stabil zu halten. Wir testen 2 bis 3 Mal pro Woche mit PCR-Tests, zusätzlich mit Antigen-Tests. Wir haben eigentlich sehr restriktive Absonderungsregelungen, um hier den Schutz zu machen. Und ich lobe Wien nicht immer. Aber im Bereich des Testens ist das von Anfang an sehr gut über die Bühne gegangen. Das kann ich hier bestätigen. Da haben wir in einigen anderen Bundesländern durchaus Nachholbedarf. Aber wir sind natürlich angewiesen auf die massive Unterstützung von außen. Schule kann nicht allein durch diese Krise kommen. Wir brauchen die Schulen, die Unterstützung von den Kommunen. Und weil eines angesprochen wurde, ich habe es in den letzten Tagen als absolutes Kommunikationsdesaster bezeichnet. Die Kommunikation, die auf der politischen Ebene und auf der behördlichen Ebene abgelaufen ist, die war eine Katastrophe. Wir brauchen klare Vorgaben und einmal sozusagen die Erkenntnis, dass eine Pressekonferenz am Freitagabend oder am Samstagvormittag mit entsprechenden Anweisungen über die Medien nicht dazu führt, dass wir am Montag in der Früh das System umgestellt haben. Es braucht Planung, Vorlaufzeit. Ich würde das gerne an dieser Stelle das Wort weiterreichen an den Herrn Wiederkehr. Die Politik war jetzt öfter angesprochen. Und eben einer der großen Klagen, die immer wieder zu hören war, war sozusagen das Wirrwarr an unterschiedlichen Messages, die da quasi ausgesendet wurden. Das war halt von Seiten des Bildungsministeriums. Haben Sie da korrigierend, Sie sind zuständig für Wien, haben Sie da korrigierend eingegriffen oder wie haben Sie versucht, das irgendwie abzufedern? Es war eine sehr heikle Phase der Pandemie, die letzten Wochen, vor allem für den Bildungsbereich, weil dass die Schulen offen bleiben, nicht selbstverständlich war. Es waren sehr, sehr viele Kräfte, politische Kräfte von unterschiedlichen Landeshauptleuten, aber auch quer durch viele Parteien durch dafür, auch die Schulen komplett zuzumachen. Und das war wirklich ein schwieriger politischer Kampf, dass die Schulen nicht komplett zumachen, sondern dass Präsenzunterricht weiter auch ermöglicht wird. Ist auch ein Mitgrund, warum dann erst am Freitag der Lockdown verkündet worden ist und mit der Verkündung noch immer nicht ganz klar war, was für die Schulen das bedeutet. Ist sehr, sehr problematisch, weil die Schulen natürlich einen Vorlauf brauchen. Ich bin aber froh, dass wir in Wien sehr klar, sobald auch die Bundesentscheidung auf den generellen Lockdown gefallen ist, wir klargestellt haben, Präsenzunterricht wird weiterhin aufrechterhalten für alle.
Es gibt aber die Möglichkeit für die, die Sorgen haben oder vielleicht Risikogruppen im gleichen Haushalt haben, zu Hause zu bleiben. Da war ich ganz klar, weil ich es auch als Recht auf Bildung betrachte, dass so gut es geht auch ein Präsenzunterricht möglich und erhalten bleibt. Weil Schule ist ein Ort auch des sozialen Lernens. Das ist auch heute schon öfters gefallen. Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es geht um Begegnung auch mit Gleichaltrigen. Es geht um einen sozialen Austausch. Es geht aber auch darum, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, von zu Hause aus über Distance Learning gut genug im Unterricht mitzukommen. Da kann es unterschiedliche Gründe geben. Entweder gibt es die Infrastruktur nicht zu Hause oder es gibt beengte Verhältnisse oder auch nicht jeder Jugendliche kann den halben Tag von zu Hause aus konzentriert in einer Konferenz sein. Das verstehe ich absolut. Ich glaube, für uns alle ist es schwierig, wenn man den ganzen Tag Homeoffice macht und Online-Konferenzen hat. Und drum Präsenzunterricht ganz, ganz wesentlich. Darf ich kurz nur fragen, darf ich kurz nur einhaken, wie sicher sind denn die Kinder jetzt in der Schule? Also die, wir haben gerade vorher gehört, auch vom Herrn Kimberger, die Inzidenzen sind in lichten Höhen. Es gibt auch Virologen, Virologinnen, die fordern, dass man die Schulen 2 Wochen lang schließen sollte, um sozusagen einen Reset zu machen, einen kompletten, und dann erst wieder zu öffnen. Was sagen Sie dazu? Ich würde es für sehr, sehr problematisch erachten. Wir haben in Österreich schon sehr lange Schullockdowns hinter uns gehabt. Wir haben sehr, sehr viel wissenschaftliche Evidenz und sehr viele international anerkannte Organisationen, ob es die Weltgesundheitsorganisation ist oder UNICEF ist, Kinder- und Jugendpsychologen, die alle sagen, offene Schulen sind unglaublich wichtig. Allerdings möchte ich dazu sagen, mit gutem Sicherheitskonzept. Nämlich nicht zu sagen, trotz Viruslast, wir haben keine Maßnahmen an den Schulen und ist egal, sondern mit strengen Sicherheitsmaßnahmen. Und hier haben wir in Wien sehr, sehr früh darauf gesetzt, nämlich auf PCR-Tests mit bester Qualität, wo Wiener Schulen bis zu 3-mal die Woche testen können. Wir haben aktuell Maskenverpflichtungen an den Schulen, auch nicht einfach, aber besser als die Schulen zuzumachen. Das heißt, es gibt ein sehr engmaschiges Sicherheitskonzept und ich würde mir wünschen, dass dieses engmaschige Sicherheitskonzept in anderen Lebensbereichen auch so konsequent angewandt wird wie im Bereich der Schule. 3G am Arbeitsplatz ist sehr, sehr spät gekommen. In der Schule haben wir sehr, sehr früh auf dieses Sicherheitsnetz gesetzt. Und es ging nur, weil Schülerinnen und Schüler und vor allem auch Lehrerinnen und Lehrer an einem Strang gezogen haben und hier auch mitgemacht haben. Und darum finde ich auch diese Runde so schön, um die Meinungen auch von Lehrer- und Schülervertretung zu hören und wie stark auch das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt wird, mit einem Ziel, nämlich Bildung zu ermöglichen, um bestmöglich durch die Pandemie zu kommen. Weil Corona ist nicht vorbei, das wird uns noch länger beschäftigen. Es geht darum, so gut es geht, damit zu leben und trotzdem Bildungschancen in den Mittelpunkt zu stellen. Nämlich Bildungsaufstieg auch zu ermöglichen. Das ist eine Frage auch von der sozialen Gerechtigkeit, Bildungsmobilität herstellen zu können und das auch in einer Pandemie. Und da ist auf jeden Fall viel zu tun, viel notwendig. Ich möchte einen Aspekt zum Schluss noch bringen, der auch heute schon gekommen ist, nämlich Recht auch auf kostenlose Bildung und auf qualitative Bildung. Ich halte das Modell der Ganztagsschule für ganz, ganz essentiell, dass Kinder aus unterschiedlichen Hintergründen, Herkunft, Elternhäusern zusammenkommen und in einer kostenlosen Ganztagsschule gut betreut und unterrichtet sind und sich entfalten können. Und hier die persönliche Entfaltungsperspektive im Mittelpunkt steht. Und darum investieren wir in Wien massiv genau in die kostenlose Ganztagsschule, um hier auch Bildungsaufstieg besser ermöglichen zu können. Ich möchte noch einmal zum Stichwort, beim Stichwort Bildungsaufstieg einhaken. Lernschwache Schüler, Schülerinnen, da gab es vor einiger Zeit jetzt die Schlagzeile, dass sozusagen Ressourcen gestrichen wurden auch für Schüler, Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen in Wien. Geht das in die richtige Richtung? Naja, wir haben gerade vorletzte Woche ein Budget ausverhandelt, ein Doppelbudget der Stadt Wien, wo noch nie so viel Geld für Bildung ausgegeben worden ist. Wir haben allein 15% Budgetsteigerung für die Schule im nächsten Jahr. Das heißt, wir investieren so viel wie noch nie. Wir kommen auf 2 Milliarden Euro Investitionen und schauen hier vor allem darauf, die Schulen auch entsprechend zu unterstützen. Ein Teil dieses zusätzlichen Geldes ist das, was der Herr Kimberger zu Recht angesprochen hat,
nämlich die Schulen brauchen Unterstützung in der Administration. Wir stellen es sicher, dass bis März jede Wiener Schule auch ein Sekretariat, eine administrative Unterstützung bekommt, um so die Direktionen auch freier zu machen, nämlich sich um das Wesentliche zu kümmern, um das Management der Schule. Und das ist unglaublich herausfordernd und auch wichtig. Und wir haben ganz tolle Direktorinnen und Direktoren. Und genau die wollen wir unterstützen, damit Schule sich noch besser entfalten kann. Und Inklusion war auch ein Thema, das angesprochen wurde. Ich halte es für unglaublich essentiell, dass jedes Kind, egal mit welchen Beeinträchtigungen, auch eine gute Bildungschance bekommt. Das ist in Wien garantiert, indem wir hier ganz viele Ressourcen für Kinder aufwenden, die Beeinträchtigungen haben, um sie auch im Regelunterricht mitführen zu können. Ja, Herr Wiederkehr, aber Sie haben, wie gesagt, vor kurzem verkündet, dass da Ressourcen abgezogen werden von diesen Kindern. Also nein, das stimmt einfach nicht, Frau Unterweger. Wir haben so viel Geld wie noch nie im Bildungsbereich. Wenn Sie darauf referenzieren, dass wir die Ressourcenverteilung der Planstellen von Lehrerinnen und Lehrern in Wien das erste Mal gerecht und nachvollziehbar verteilt haben, ja, dann ja, nämlich, dass jede Schule auch Fördermöglichkeiten bekommt. Das war in der Vergangenheit leider nicht immer so. Es gab große Unterschiede von Schulen, die unbedingt zum Beispiel Mehrstufenklassen, individuelle Förderung bekommen wollten und es nicht machen konnten. Wir haben hier ein gerechteres System eingezogen, sodass jeder Schulstandort auch Förderung anbieten kann, weil darum geht es mir, dass egal welches Kind an der Schule ist und mit welchem Hintergrund, auch individuelle Förderung stattfinden kann. Und wir haben zum ersten Mal zum Beispiel in Wien einen Chancenindex eingeführt, nämlich dass Schulen, die besondere Herausforderungen haben, auch mehr Ressourcen bekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als Wiener Bildungsstadtrat, ich kann hier nur Management in einem Mangel machen, weil ich kann in Wien im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer das gerecht verteilen, was mir der Bildungsminister und Finanzminister gibt. Wir verteilen die Ressourcen. Was es bräuchte für einen wirklichen Bildungsaufstieg, wäre ein Chancenindex, heißt bundesweit zu schauen, welche Schulen brauchen besondere Unterstützung, welche Regionen brauchen besondere Unterstützung und diesen mehr Ressourcen zu geben. Weil aktuell ist zum Beispiel eine Schule am Wörthersee gleich an den Ressourcen bedacht wie eine Schule in Wien in Otterkring, wo es einen sozialen Brennpunkt gibt. Und das ist nicht gerecht. Und für ein faires Bildungssystem bräuchten wir auch eine treffsichere Finanzierung. Und dafür bräuchten wir wesentlich mehr Mittel in Wien. Lehrerressourcen ist eine Bundesangelegenheit. Wir bräuchten auf jeden Fall 1000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer. Das, wo wir in Wien finanzieren und investieren können, machen wir. Wir geben unglaublich viel aus und es ist auch gut so. Okay, das heißt, Sie sehen das nicht als Ihre Aufgabe, dafür zu kämpfen, dass da einfach mehr Budget dann auch kommt? Selbstverständlich, das ist meine Aufgabe, gemeinsam mit allen Eltern, Lehrerinnen, Schülerinnen, dass es mehr Budget, mehr Geld für Wien, für den Bildungsbereich braucht. Das ist unglaublich wichtig. Und das, was ich tun kann innerhalb der Stadt, nämlich hart mit dem Koalitionspartner und dem Finanzstadtrat zu verhandeln, das mache ich. Herr Kimberg hat auch den elementarpädagogischen Bereich angesprochen. Hier haben wir auch eine deutliche Steigerung durch diese Koalition erwirkt. Nämlich wir werden mit nächstem Jahr das erste Mal 1% vom Bruttoinlandsprodukt ausgeben für elementare Bildung. Ist fast 1 Milliarde Euro unglaublich wichtig, weil dort beginnt Bildung im Kindergarten. Und was machen wir im Kindergarten? Wir verdoppeln zum Beispiel die Anzahl der Assistenzkräfte, der Stunden, die in den elementarpädagogischen Gruppen sind, um Pädagoginnen und Pädagogen auch zu unterstützen. Wir investieren in die Sprachförderung. Allein heuer haben wir 50 neue Sprachförderkräfte angestellt. Warum? Weil die Sprache ein ganz wichtiger Hebel ist, um dann auch Bildungsaufstieg zu ermöglichen. Und ich bin da beim Herrn Kimberger. Wenn man im Kindergarten nicht investiert und fördert, dann wird es in der Schule oft schwierig. Und darum setzen wir einen ganz starken Schwerpunkt auf den Kindergarten, um die elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen aufzuwerten. Und dort wird wirklich Großartiges geleistet. Die waren immer offen, auch in den Lockdowns, und sind immer für alle Eltern und Kinder auch zur Verfügung gestanden. Vielen Dank. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich möchte gleich weitergeben an die Frau Lukas. Wir haben jetzt alles Mögliche gehört, sozusagen, was auch vieles, was gut läuft im österreichischen Bildungssystem. Ihre Einschätzung,
bekommt Österreich da seinen, wenn Sie sozusagen diese internationalen Verpflichtungen auch sich anschauen, reicht das quasi, inwieweit ist das Kindeswohl da angemessen gewahrt? Ja, also ich sehe das schon recht kritisch. Seit Ausbruch der Pandemie sind wir Zeuginnen und Zeugen der massivsten Beeinträchtigung der schulischen Bildung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Schließung von Schulen, von Bildungseinrichtungen durch den Lockdown, also die letzten Lockdowns, hat bereits bestehende Ungleichheiten im Bildungsbereich offengelegt und verstärkt. Vor allem in der Anfangsphase der Pandemie mit den Schließungen und Umstellung auf Distanzunterricht ist deutlich geworden, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus einem sozioökonomisch schlechter gestellten Umfeld massiv benachteiligt werden, eben weil die Eltern nicht über die Zeit, die finanziellen Ressourcen verfügen, um ihre Kinder so zu unterstützen, wie das sozioökonomisch besser gestellte Eltern können. Und die Covid-Krise hat diese Bildungsungleichheiten aufgrund von diesen sozioökonomischen Situationen noch verstärkt. Ein paar Zahlen vielleicht dazu, beziehungsweise Umfragen. Im Rahmen einer während des ersten Lockdowns im Jahr 2020 durchgeführten Umfrage des Instituts für Höhere Studien unter rund 5000 Lehrpersonen haben die Befragten angegeben, dass 12% der Schüler und Schülerinnen im Homeschooling für sie nicht erreichbar waren. Bei den als benachteiligt eingestuften Schüler und Schülerinnen war es hingegen 36%. Ebenso schätzen die Befragten, dass sich das Homeschooling bei 40% der Schülerinnen und Schüler negativ auf das Kompetenzniveau ausgewirkt hat. Bei den benachteiligten Schülerinnen und Schülern liegt dieser Wert bei 76% und damit fast doppelt so hoch. Also das ist eine massive Konsequenz, wo es ist ja auch schon angesprochen, da auch wirklich Maßnahmen und Geld in die Hand genommen werden muss. Und vor allem im ersten Lockdown wurden Hilfsangebote für lernschwächere Schülerinnen und Schüler bzw. Schüler, Schülerinnen mit Migrationshintergrund oft ersatzlos gestrichen. Noch eine Zahl aus der AK-Schulkostenstudie 2020-21 zum selbstständigen Lernen und das Lernen mit den Eltern. Das hat sich auch weiter reduziert. Das gilt im Besonderen für Schüler, Schülerinnen aus Elternhäusern mit geringen sozioökonomischen Ressourcen. Im Dezember 2020 haben 57% der Eltern mit akademischem Hintergrund berichtet, dass ihr jüngstes Kind täglichen Unterricht mit Lehrerinnen hat. Und das galt nur für 37% der Eltern mit einem Pflichtschulabschluss. In den Akademikerinnenhaushalten hat sich außerdem das selbstständige Lernen des Kindes im Distanzunterricht nicht verändert. In den Pflichtschulhaushalten hat es sich nahezu halbiert. Und das führt dazu, dass der soziale Aufstieg in Österreich noch schwieriger geworden ist. Und ich möchte noch eins ansprechen, was die Frau Oellinger gesagt hat, diese Unklarheit. Das ist auch menschenrechtlich gesehen ein ganz wichtiger Aspekt. Die Planbarkeit und die Vorhersehbarkeit von uns Kindern, Jugendlichen, dessen, was passiert und was gemacht werden muss. Und wenn wir einen Erlass am Freitag haben des Bildungsministeriums, wo dann angekündigt wird, dass am Montag der Lockdown ist und dann versucht wird, mit allen möglichen Maßnahmen da etwas zu tun, dann ist in Sachen, ist das eine maximale Unklarheit und eine minimale Planbarkeit. Und das ist menschenrechtlich gesehen extrem problematisch. Und das haben wir schon auch bei früheren Maßnahmen gesehen, also auch was das Recht auf Gesundheit betrifft. Also das sehe ich sehr, sehr kritisch, wie da umgegangen wurde und auch wieder kommuniziert wurde. Ja, vielen Dank. Gut, also Kritik von sozusagen von Seite der Menschenrechtlerin hier in der Runde. Kommen wir trotzdem zu der Zukunft. Wie soll sich das Bildungssystem verändern? Was gibt es da für Ideen von Ihrer Seite? Was würden Sie sich denn wünschen für das österreichische Bildungssystem und von wem auch, also ganz konkret? Frau Oellinger, Sie waren gerade angesprochen. Was würden Sie sich wünschen? Was soll sich verändern? Ich glaube, gerade der Raum Schule bietet sehr viele Möglichkeiten, um utopisch zu denken und quasi auch Wunschvorstellungen zu haben. In meiner Zeit als gerade als Bundesschulsprecherin beschäftige ich mich natürlich sehr viel mit dem Gedanken, wie schaut diese ideale Schule, von der immer ganz, ganz viele reden, überhaupt aus. Und ich glaube, es ist vorher schon in den Gesprächen ein bisschen hervorgekommen, dass
gerade die Individualität des Individuums unglaublich wichtig ist und oft sehr versinkt. Wir haben teilweise ein sehr starres Bildungssystem, was einfach sehr wenig Spielraum zulässt, um auf einzelne Personen einzugehen, um quasi auch den Einzelnen oder die Einzelne hervorzuheben. Und gerade Schülerinnen und Schüler sind sehr unterschiedlich. Jeder hat verschiedene Stärken, Schwächen, Talente, Interessen. Und gerade wenn die in der Schule zu kurz kommen oder nicht gefördert werden, geht einfach auch die Einzelperson unter. Und das haben wir dann auch wieder bei dem Punkt Freude am Lernen. Wie wecke ich diese Freude, indem dass ich Kinder und Jugendliche, die in die Schule gehen, auch einen Grund gebe, etwas lernen zu wollen, beziehungsweise wenn ich etwas gut kann, beziehungsweise Interesse dafür habe, dann bilde ich mir gerne weiter und dann habe ich auch eine Motivation. Und gerade da muss, denke ich, einfach auch das Gerüst von unserer Schule ein bisschen wachgerüttelt werden und mehr Platz für Autonomie und Individualität bieten. Aber natürlich nicht nur die Einzelperson muss mehr in den Mittelpunkt gerutscht werden, sondern gerade auch Thematiken wie Wirtschafts- und Finanzbildung, zum Beispiel auch Demokratiebildung. Es gibt ganz, ganz viele Inhalte, die einfach Schülerinnen und Schüler aufs Leben danach vorbereiten müssen. Und die kommen oft zu kurz in der Schule. Also ich sage immer ganz gern, beispielsweise ich gehe in AHS, das heißt in allgemein höhere Schule. Und eigentlich sollte die ja quasi, wenn die Matur fertig ist, also aufs Leben dann auch vorbereitet sein. Und ich fühle mich manchmal gar nicht so. Also man muss wirklich auch quasi in der Schule vorbereitet werden darauf, was kommt denn danach und was geht in dieser Welt nach der Schule ab und wie finde ich mich darin zurecht. Und genauso aber auch quasi, dass nicht nur dieser trockene Lerninhalt immer thematisiert wird. Gerade die Krise hat gezeigt, wie wichtig beispielsweise psychische Gesundheit ist und dass in der Schule nicht nur Frontalunterricht gemacht wird und dass man dann nicht nur trocken aus Schulbüchern lernt, sondern dass gerade in der Schule auch diese psychosoziale Entwicklung stattfindet. Ich glaube, das ist auch ein Problem, weil am Anfang ist, gerade was die Pandemie betrifft, ist als Problematik in der Pandemie immer noch thematisiert worden, okay, die Schülerinnen und Schüler haben Lerndefizite, wie holt man die wieder auf, wie bringt man sie wieder auf den Wissensstand, auf dem sie sein sollten. Dass es aber ganz andere Lücken gibt, ist einfach vergessen worden, weil diese Entwicklung hat einfach eine gewisse Einschränkung gehabt die letzten 1,5 Jahre, weil man sich nicht in einem Klassenzimmer mit beispielsweise 25 Mitschülerinnen und Mitschülern befunden hat, sondern alleine in so einem Zimmer vorm Laptop. Und da muss einfach jetzt auch in der Schule, in der Idealschule, Fokus darauf gelegt werden, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur was beigebracht wird, sondern auch, dass ihnen zugehört wird. Denn wenn es Schülerinnen und Schülern nicht gut geht, wenn sie eine psychische Belastung haben, das wirkt sich automatisch auch wieder auf das Lernklima aus, das wirkt sich auf das spätere Leben aus. Und da ist in meinen Augen auch die Schule ein Raum, wo das thematisiert werden muss, auch ein Raum der Sicherheit und auch Rückhalt bietet, wo Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, dass sie Personen haben, an die sie sich wenden können. Und ich glaube gerade, was einfach dieses Soziale mit, man muss sich um andere kümmern und ich bin auch dafür verantwortlich quasi, dass es der Allgemeinheit gut geht oder dass ich mich nicht nur für mich interessiere, sondern dass ich einfach auch in der Klasse mich umschaue, okay, wie geht es meinen Mitschülerinnen und Mitschülern? Ich bemerke vielleicht, dass es einer Person nicht gut geht, dass ich sie immer frage, okay, wie geht es dir? Das heißt einfach, dass das Soziale wieder mehr gewertschätzt wird und auch darauf aufmerksam gemacht wird, okay, es gibt Probleme in unserer Gesellschaft und es ist okay, dass man mit anderen darüber redet. Vielen Dank. Vielleicht gleich den Punkt weiterreichen an den Herrn Wiederkehr. Jetzt wurden sozusagen auch die psychologischen Probleme oder Folgen dieser Pandemie häufig angesprochen. Ist das in Planung oder was tun Sie, um das sozusagen abzufedern, die Folgen, die wahrscheinlich Jugendliche und Kinder noch sehr, sehr lange begleiten werden? Gibt es da mehr Ressourcen? Die psychologischen und psychosozialen Folgen der Pandemie sind wirklich sehr, sehr weitreichend und werden uns lange begleiten. Das wurde am Anfang der Pandemie viel zu wenig gesehen und außer Acht gelassen. Es ging am Anfang großteils um die Intensivkapazitäten, dann ein bisschen um die Wirtschaft, aber viel zu wenig um die psychosozialen Folgen. Wir haben jetzt gute Datenlagen, die aber echt erschreckend sind. Nämlich erst letztens wurde veröffentlicht, dass die Anzahl der Antidepressiva bei Jugendlichen um über 40% gestiegen sind. Psychische Erkrankungen mehr als verdoppelt sind. Das ist massiv.
Und da muss man natürlich dagegen wirken. Einerseits über so viel Normalität wie möglich im Rahmen einer Pandemie, heißt offene Schulen und begleitende Maßnahmen. Und zweitens diese Auswirkungen abzufedern. Was machen wir hier in Wien? Wir haben die Anzahl der Sozialarbeiter und Psychologen um 20% aufgestockt in einem ersten Schritt. Das ist unglaublich wichtig. Wir sehen in der Kinderpsychiatrie ganz heikel massiven Mehrbedarf, haben dort ein neues Programm gemacht, nämlich dass nicht nur stationär psychiatrisch behandelt wird, sondern auch zu Hause. Und da geht es um Themen wie starke Ernährungsprobleme, die dann sogar gesundheitsgefährdet sind, bis zu Suizidgedanken. Also in diesen Bereichen investieren wir sehr, sehr stark, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Wir haben Beratungsleistungen ausgebaut, zum Beispiel Rad auf Draht, eine sehr, sehr wichtige Einrichtung, wo sich auch viele Jugendliche mit Problemen hinwenden. Da haben wir zum Beispiel in Kooperation mit denen einen Online-Chat auch für Wien eingerichtet, damit hier auch Online-Beratung stattfinden kann. Wir machen unterschiedliche Maßnahmen, die alle wesentlich sind, aber ganz ehrlich gesagt, die Herausforderungen sind enorm. Wir brauchen möglichst viel Normalität für junge Menschen. Und da finde ich auch, ist die Zeit, den jungen Menschen ihr Leben zurückzugeben, weil ich kann es mir kaum vorstellen für Sie, Frau Oellinger, Sie waren jetzt zwei Jahre vor der Matura, 2 Jahre Ausnahmezustand. Studierende, die 3 Jahre studieren und nur ein Semester an der Uni waren, das sind massive Auswirkungen auf das eigene Leben. Und darum braucht es da auch die Unterstützung und vor allem auch die Solidarität mit jungen Menschen. Weil ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass manche Personen geschlossene Schulen fordern, obwohl das Dilemma dadurch entstanden ist, dass sich Erwachsene nicht impfen lassen. Also ich finde, man darf die Pandemie nicht auf den Rücken von Kindern und Jugendlichen austragen. Und darum braucht es eine Balance in den Maßnahmen und vor allem Förderprojekte und Programme für Kinder und Jugendliche. Und hier ist vor allem der Gesundheitsbereich auch gefordert, zum Beispiel Psychotherapie auszubauen, halte ich für ganz wesentlich. Aber kommt auch das? Schule darf mehr Raum zu. Kommt das? Ist das? Kommt das? Die Gesundheitskasse hat es angekündigt, ist ja eine Bundeskompetenz. Ich habe hier nur vernommen, dass es massiv ausgebaut wird, was ich auch gut finde. Ich hoffe, dass es schnell passiert und vor allem, dass wir genug Personal auch finden für diese wichtigen Bereiche. Nämlich wir brauchen Fachkräfte im pädagogischen Bereich, aber auch im Bereich der Psychologie zum Beispiel. Und ich würde abschließend gerne den Aspekt mit, wir müssen auch Räume in den Schulen schaffen, wo wir Austausch zu solchen Themen machen. Wird an vielen Schulen auch gemacht. Hier braucht es viel Schulautonomie und Flexibilität, um hier auch einen Raum für Austausch zu bieten, ohne dabei alle Verantwortung den Lehrerinnen und Lehrern zu geben, sondern wir brauchen die Unterstützung über Sozialarbeiter, Psychologen, um hier gemeinsam am Schulstandort auch Kinder und Jugendliche gut zu begleiten und vor allem ein letzter Punkt zu enttabuisieren, nämlich wenn man psychische Probleme hat, das gehört dazu, das ist normal. Mehr als jeder zweite Mensch hat das im Leben einmal und es ist gut, wenn man sich dann Hilfe sucht. Das ist die Enttabuisierung von psychischen Problemen halte ich für essentiell. Dafür machen wir zum Beispiel gerade eine Kampagne in der Stadt. Ich würde gerne jetzt das Wort wieder an den Herrn Hüther übergeben. Wir haben jetzt sehr viel gehört über Dinge, die im Argen liegen und auch Dinge, sozusagen, an denen gearbeitet wird. Wie sehen Sie denn aus neurobiologischer Sicht die aktuelle Situation, die Sie da jetzt irgendwie vernommen haben? Wie sehr können Kinder sich da wieder erholen von dem, was sie da alles gerade erleiden müssen? Ja, ich sitze hier die ganze Zeit und sage mir, wenn das alles stimmt, was Sie da so erzählen, dann haben wir gar kein Problem. Alles im Griff, ist alles ganz gut. Dann kommen dann ab und zu mal so Randerscheinungen, dass es doch eine ganze Menge Probleme gibt. Aber die haben wir auch alle im Griff. Also insofern bin ich froh, dass ich mit dabei sein durfte und freue mich, dass Sie alles im Griff haben. So, und dann, wenn ich jetzt aber was Ernstes sagen soll, Bildung, wir müssen endlich daran und müssen uns fragen, was Bildung eigentlich sein soll. Und was wir in unseren Schulen machen und inzwischen sogar in den Kindergärten, das ist nicht Bildung, das ist Ausbildung.
Das ist alles orientiert auf einen späteren Einsatz im Beruf. So ist, was wir aber, und Herr Wiederkehr hat das ja eben am Ende ganz kurz angedeutet, man braucht etwas, was einem im Leben trägt, und man muss als Kind genügend Gelegenheiten gehabt haben, um sich das, was im Leben gebraucht wird, anzueignen. Da gehört nicht nur Wirtschaftskunde dazu, da gehört auch dazu, wie man mit Freunden und Konflikten umgeht, wie man sich selbst reflektiert, wie man überhaupt durchs Leben findet und immer wieder Wege findet, auch rechtzeitig zu erkennen, dass man sich verrannt hat. Also es geht im Grunde genommen, geht es bei Bildung um eine Bildung für ein gelingendes Leben. Ja? Also auch später als Vater und Mutter, als Partner, als Nachbar im Zusammenleben, als einer, der in Wien groß wird und dort dann auch zu Hause ist, der beheimatet ist, der seine Lebendigkeit spürt und der mit anderen gemeinsam versucht, dieses Leben so zu gestalten, dass es für alle gut ist. Und wenn wir uns fragen, wie wir das jemals schaffen sollen, ich weiß es nicht richtig. Also mir kommt das, so wie wir das machen, ist das sehr technisch, sehr darauf ausgerichtet, als ob man das organisieren könnte. Und sehr oberflächlich insofern, als die entscheidenden Probleme gar nicht richtig zutage gebracht werden. Und eines der entscheidendsten Probleme wird wahrscheinlich darin bestehen, dass wir die erste Elterngeneration sind, die es fertiggebracht hat, unseren Kindern etwas zu hinterlassen, was denen kaum noch Möglichkeiten für Entfaltung gibt. Das hat es noch nie gegeben. Jede Jugend zu jedem Zeitpunkt, deshalb waren die ja immer in so einer Aufbruchsstimmung, immer hat die Jugend sozusagen daran geglaubt, dass es vorwärts geht. Und jetzt spreche ich mit so vielen Jugendlichen, die wissen überhaupt nicht, wie sie das jemals richten sollen, was wir ihnen da hinterlassen haben. Und das sind tiefgehende Probleme. Das wirkt sich auf die Psyche aus, das wirkt sich auf die gesamte Lebensgestaltung aus. Und das sind Probleme, die werden in einem Land wie in Österreich oder in Deutschland, das ist ja nicht anders, erst auf lange Sicht in ihrer ganzen Tragweite sichtbar werden. Das hat mit der Pandemie nichts zu tun. Vielleicht ist die Pandemie eher ein Symptom für diese Problematik, die wir hier in unseren westlichen Kulturen haben. Schwierig, und es wäre schön, wenn man das ab und zu mal sozusagen bei der Erledigung der Hausaufgaben sich fragen würde, wozu man dies überhaupt erledigt, diese Hausaufgaben. Ja, vielen Dank, Herr Hüther. Herr Kimberger, was sagen Sie dazu, Sie als Vertreter der Lehrer, Lehrerinnen? Ja, ich mache es jetzt ganz konkret, weil Sie mich gefragt haben, Blick in die Zukunft. Wenn man die Rechte von Kindern und Jugendlichen misst in Österreich an den Klassen- und Gruppengrößen, dann sind sie wirklich unterentwickelt. Das heißt, wir bräuchten dringend kleinere Klassen und kleinere Gruppen. Das wäre mal der erste Punkt. Die bessere Kommunikation ist angesprochen. Herr Vizebürgermeister, ich wünsche mir, dass Sie alles, was Sie heute angekündigt haben, auch umsetzen. Wir werden Sie messen daran, verbessern Sie Ihre Kommunikation. Das, was Sie heute da gesagt haben, ist zumindest in den Schulen in Wien so nicht angekommen. Das muss ich sagen, und setzen Sie auf einen Sozialindex, der nicht umverteilt, sondern der eben mehr Ressourcen an die Standorte bringt, wo sie dringend gebraucht werden. Und jetzt bin ich bei der Unterstützung und bei dem Support. Um eine Studie jetzt herzunehmen, Thales 2018, ein Armutszeugnis für Österreich, wir sind hier Schlusslicht beim Unterstützungs- und Supportpersonal. Würden wir auf den OECD-Durchschnitt gehen, bräuchten wir sofort 15.000 Vollzeitkräfte im pädagogischen, sozialen, medizinischen und administrativen Bereich. Das geht Österreich ab, und das müssen Lehrerinnen und Lehrer übernehmen und sind natürlich hier massivst belastet und können sich vielfach auch nicht auf das Wesentliche konzentrieren, auf den guten Unterricht und das, was eben Schule ausmacht. Autonomie, es ist angesprochen worden, haben wir Vertrauen in Schulleiterinnen und Schulleiter, was die in den letzten 2 Jahren geleistet haben, was denen alles zugemutet wurde. Und sie haben trotzdem das Beste herausgeholt für ihre Kinder und Jugendlichen, für die Lehrerinnen und Lehrer. Da haben wir Vertrauen, haben wir Mut zu mehr Autonomie. Die Sonderpädagogik ist angesprochen worden. Wir brauchen zusätzliche Fördermittel, nicht nur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, sondern über die gesamte pädagogische Bandbreite definieren wir Sonderpädagogik
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen bis zu den Hochbegabten, so wie in Skandinavien auch, dann bringen wir auch eine gewisse Stigmatisierung weg. Und das, was der Herr Hütter gesagt hat, wir brauchen dringend ein Umdenken weg von der Kompetenzorientierung, halte ich für einen fatalen Weg, wieder hin zur Menschenbildung. Es ist nicht alles messbar in unseren Schulen. Es geht neben dem Fachsystem natürlich auch um viel mehr, um Moral, um Kommunikation, um Ethik und Werte und Freundschaft, Konflikt, alles, was das soziale Gefüge eben Schule ausmacht. Und wenn wir das uns vornehmen, dann sehe ich durchaus sehr, sehr positiv in die Zukunft. Und hoffentlich können wir im nächsten Jahr durch die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, die Pandemie endlich dann auch hinter uns lassen. Die Sehnsucht von uns allen ist riesengroß. Vielen Dank, Herr Kimberger. Es sind schon eine ganze Reihe an Fragen im Chat, in den Chat hineingepostet worden. Ich schlage vor, es ist jetzt ein guter Moment, um sich diesen Fragen zuzuwenden. Ich lese sie jetzt einfach der Reihe nach, sozusagen. Wir arbeiten das der Reihe nach ab. Und zwar eine Frage an den Herrn Hüther. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht die Klagen von SchülerInnen und Eltern, mit welchen diese sich gegen die Schulschließungen wandten, abgewiesen und diese als verfassungsgemäß erklärt, weil die Schulschließungen Teil der Bundesnotbremse seien. Was halten Sie von dieser Entscheidung? Die Entscheidung ist vollkommen richtig, wenn man einen Notstand hat. Wenn das Haus brennt, dann muss ich alles machen, dass erstmal wieder gelöscht wird. So, die Frage ist aber, ob das Haus schon seit 2 Jahren brennt. Und deshalb hängt das davon ab, wie man das beurteilt. Was haben wir hier überhaupt vor uns? Ist es ein Dauerbrand? Wie lange soll der noch dauern? Wie wollen wir löschen? Wollen wir hier dauernd mit der Spritze rumlaufen und immer warten, bis es wieder aufflackert? Ist das überhaupt eine sinnvolle Strategie, ein Virus besiegen zu wollen? Wer hat uns denn das eingeredet? Das ist schwierig alles. Und deshalb müssen wir uns, glaube ich, wir können nicht das Verfassungsgericht verurteilen. Die haben vollkommen richtig das bewertet. Die haben gesagt, es brennt, also muss sowas gemacht werden. Da werden Freiheitsrechte eingeschränkt. Aber wir müssen die Frage stellen, wie wir hier mit diesem ganzen Problem der Pandemie umgehen wollen. Wir können nicht 5 Jahre immerzu so weitermachen. Und das Versprechen, dass die Impfung dann nun die große Lösung ist, das kann kein Mensch halten. Frage von Jasmin Hammer im Chat an Christoph Wiederkehr. Wie sollen Kinder denn ihre Neugierde in der Schule behalten und entfalten können, wenn 25 Kinder in einer Klasse in Zukunft unter Anführungszeichen lernen sollen? Wie können sich zukünftig Kinder mit besonderen Bedürfnissen entfalten, wenn es keine zusätzlichen Ressourcen mehr für Integrationskinder in den Volksschulen geben soll? Warum wird das Bildungsbudget nicht an die Großstadt Wien angepasst? Hier läuft gerade vieles sehr falsch. Ich kann nur unterstützen, es braucht insgesamt mehr Geld für den Bildungsbereich. Und hier hoffe ich mir auch, es gibt ja Verhandlungen Bund mit Ländern, dass auch das Finanzministerium einsieht, dass wir in den Bundesländern und vor allem in Wien Herausforderungen haben, für die wir auch eine zusätzliche Finanzierung auch benötigen. Das Bildungsbudget in Österreich ist ausbaufähig und von der Art, wie es verteilt wird, nicht sehr treffsicher. Also es braucht hier eine Umstellung. Ich habe es vorhin erwähnt, Chancenindex. Gibt es ganz viele Wissenschaftler, die sich schon damit beschäftigt haben, um wirklich Herausforderungen individuell auch anzugehen und dort zu fördern. Die Frage ist, wie kann man bestmöglich individuell fördern? Da ist die Klassengröße ein Teilaspekt, aber ich bin auch ein Fan von unterschiedlichen reformpädagogischen Konzepten. Zum Beispiel, was es in Wien sehr, sehr viel gibt, sind zum Beispiel Mehrstufenklassen, wo in den Volksschulen unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichem Alter auch zusammenkommen, für die wir jeweils 2 Lehrkräfte auch in der Klasse haben. Das heißt, maximal 25 Kinder, im Schnitt 22 bis 23 mit 2 Lehrkräften, um hier auch individuell fördern zu können. Also ich halte diese Individualisierung für die relevantere Frage als wie viele Kinder sind in der Klasse. Weil wenn du Frontalunterricht machst als Pädagoge, als Pädagogin, ob da 15 drin sind oder 25, jetzt etwas zugespitzt gesagt, ist nicht der große Unterschied. Der große Unterschied entsteht durch Individualisierung, individuelle Förderung.
Und dann möchte ich wieder auf den Kindergarten zurückgehen, weil ich den für essentiell halte. Nämlich im Kindergarten haben wir noch ein viel größeres Thema mit Gruppengrößen, weil es für Pädagoginnen unglaublich schwierig ist, mit so vielen Kindern mit unterschiedlichem Förderbedarf auch zusammenzuarbeiten. Worauf wir hier schauen, ist eine Individualisierung. Zum Beispiel, ich habe es vorhin auch kurz erwähnt, Sprachförderkräfte, die kommen zusätzlich in die Gruppe und können hier individuell mit Kindern, die Förderbedarf haben, auch arbeiten. Und das halte ich für irrsinnig wichtig und essentiell. Wir stocken da massivst auf. Das heißt, in den nächsten 3 Jahren von 300 auf 500. Die Mittel bekommen wir nicht refundiert jetzt von Bundesseite, sondern investieren wir selber als Gemeinde, weil es einfach wichtig ist, nämlich hier auf die sprachliche Förderung auch zu schauen. Okay, also das heißt, hier werden die Mittel in der Stadt, von der Stadt Wien aufgestockt. Hier kommt, ich hätte hier noch eine Frage von der Frau Neureiter. Und zwar, sie fragt den Herrn Kim Berger, was wird unsere LehrerInnen-Gewerkschaft machen, damit Lehrerinnen genügend Ressourcen haben, die Kinder in ihre Zukunft zu begleiten? Weil bei 25 Kindern in einer Klasse in Wien, die ab Herbst real sein werden, stelle ich mir das unmöglich vor. Das ist eine schwierige Aufgabe, wo wir seit Jahren dran sind. Beispielsweise brauchen wir dringend eine Doppelbesetzung in der Schuleingangsphase, erste, zweite Klasse Volksschule. Wir wissen aus Studien, dass der Entwicklungsunterschied bei Kindern, wenn sie in die Schule kommen, 3 Jahre und mehr ist. Wie soll das eine Volksschulpädagogin, ein Volksschulpädagoge alleine mit 25 Individuen schaffen? Es ist praktisch eine Mission Impossible. Meine größte Hochachtung, dass das immer noch so gut funktioniert. Wir brauchen kleinere Klassen- und Gruppengrößen. Wir brauchen ein international vergleichbares Unterstützungs- und Supportsystem. Ich habe es angesprochen, dass Lehrerinnen und Lehrer sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können. Und wir brauchen eine absolute Reduktion an Vorgaben, Erlässen, Verordnungen, pädagogischen Initiativen, die auf die Schulen einprasseln, ohne dass irgendjemand genau weiß, was die bringen. Sind sie nachhaltig? Das heißt, wir brauchen hier eine Entschleunigung, damit Schule wieder so funktionieren kann, dass unsere Kinder im Mittelpunkt stehen und nicht Projekte oder irgendetwas anderes, Abfragen, Statistiken. Wir müssen uns wirklich wieder auf die Kinder und Jugendlichen konzentrieren können. Vielleicht noch eine Frage von der Frau Wess. Therese Wess fragt, wie kann ich mich als Mutter dafür einsetzen? Auf welcher Ebene, bei welchen Stellen kann ich mich einbringen, damit die Schulen weiterhin offen bleiben? Ich antworte mal gerne. Gerne die eigene Meinung auch artikulieren, auch öffentlich, je nachdem, wo Sie aktiv sind, digital, in Foren. Wir haben nämlich aktuell aus meiner Sicht ein sehr starkes Lager, das auch sehr laut ist, das sagt, Schulen unbedingt schließen. Und in der öffentlichen Diskussion die Gegenseite, nämlich Präsenzunterricht zu ermöglichen, leiser war, weil auch von medialer Berichterstattung es spannend war, die darüber zu schreiben, warum die Schulen unbedingt geschlossen werden müssen. Relevant sind halt die Folgeerscheinungen und hier gibt es zum Glück in den letzten Tagen sehr, sehr viele Institutionen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Uni Wien, die Frau Spiel, ob es die Kinder- und Jugendheilkunde in Österreich ist, oder auch in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrie, die hier jetzt stärker auch die Perspektive für die Kinder und Jugendlichen eingenommen haben. Diskurs ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich war in den letzten 2 Wochen selten so viel in Interviews und TV-Studios, um eben im Diskurs für offene Schulen ein Wort einzulegen. In dieser Runde hat man es gesehen, sowohl Lehrer als auch Schülerinnenvertretungen sind auch großteils dafür. In der öffentlichen Berichterstattung ist es aber auch nicht immer so wahrgenommen worden. Drum eigene Stimme auch erheben, aufzeigen, es ist sinnvoll und hoffentlich auch andere zu überzeugen, weil wenn wir jetzt auch wieder Schulen schließen, die Pandemie ist nicht so bald vorbei und ich möchte nicht in einem Jojo-Effekt jedes halbe Jahr darüber diskutieren müssen, dass die Schulen wieder zugehen und die Folgeerscheinungen für die Gesellschaft und für die Kinder und Jugendlichen sind aus meiner Sicht hier unverantwortlich.
Vielleicht noch ein, zwei letzte Fragen. Es kommen immer wieder neue Fragen jetzt rein in den Chat, aber ich glaube, das sprengt unseren zeitlichen Rahmen. Eine Frage ist von der Frau, Moment mal, scroll ich. Karin Dias an den Herrn Wiederkehr wiederum geäußert worden. Leider wurden nur in Integrations- und Mehrstufenklassen die Teamlehrerinnenstunden gestrichen. Diese funktionieren vor allem im Ganztagsschulbereich nur so, dass alle Lehrerinnen, egal ob Volksschule oder Sonderschullehrerin, sich um alle Kinder kümmern, weil die Sonderschulleute gar nicht immer anwesend sind. Mit dem Wegfall der Teamlehrerinnenstunden geht sehr wohl eine schlechte Betreuung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen einher. Wo sind abgezogene Stunden denn nun wirklich hingekommen? Fragt die Frau Dias. Ich kann sagen, dass wir im Bereich der Inklusion, das heißt der Frage auch von der Beschulung, Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung, die Ressourcen gleichgelassen haben, weil auf einem sehr hohen Niveau, also für die, die es im Detail interessiert, wir geben in Wien ungefähr 10% der Gesamtressourcen von Lehrerinnen und Lehrerplanstellen für diesen Bereich aus. Vorgesehen gesetzlich sind unter 3%. Warum machen wir das? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Inklusion wichtig ist und dass jedes Kind, egal ob mit Beeinträchtigung oder besonderen Förderbedürfnissen, auch eine gute Unterstützung braucht. Mehrstufenklassen ist angesprochen worden, vorhin kurz erläutert, sind Kinder unterschiedlichen Alters. Wir haben das erste Mal in Wien diese geregelt. Das heißt, wenn eine Schule eine Mehrstufenklasse möchte, kann sie diese beantragen und bekommt dafür fix 2 Lehrerinnen und Lehrer für die einzelne Klasse. Warum haben wir das verändert? Was war früher? Es gab früher Schulen, die wollten Mehrstufenklassen, die haben keine bekommen, und es gab andere Schulen, die haben alles bewilligt bekommen. Wir haben jetzt ein einheitliches Schema eingeführt, damit jede Schule auch die Möglichkeit hat, hier besser individuell betreuen zu können. Bei so einer Systemumstellung, selbstverständlich, wenn ich nicht vom Bundesminister mehr Lehrerplanstellen und Ressourcen bekomme, kann es sein, dass von einem Schulstandort, der doppelt so viel hatte wie der andere, ein paar Lehrerinnen und Lehrer zur anderen Schule gewandert sind, um dort Kinder individuell fördern zu können. Hätte ich lieber ein System, wo ich jeder Schule für jede Klasse 2 Lehrer geben könnte, ja, bitte. Dafür bräuchte man ungefähr 50% mehr Lehrerinnen und Lehrer in Wien. Und ich setze mich auf jeden Fall dafür ein, dass wir vom Finanzministerium möglichst viele Ressourcen bekommen, damit wir schrittweise auch mehr Lehrerinnen und Lehrer auch einsetzen können. Die Herausforderung nicht nur in Wien, sondern in allen Bundesländern und in ganz Europa ist die Frage, ob wir überhaupt genug Lehrpersonen für diesen wichtigen Job auch finden. Das heißt, das Thema Rahmenbedingungen durch Unterstützung, aber auch das Thema Lehrerinnenausbildung ist ein zentrales in unserer Gesellschaft und dort müssen wir auch ansetzen, um noch mehr Menschen für diesen schönen Beruf auch zu begeistern und vor allem die gesellschaftliche Anerkennung auch für diesen Beruf zu erhöhen. Ich glaube, durch die Pandemie ist erkannt worden, wie unglaublich wichtig das ist und wie schwierig auch Homeschooling ist. Und darum hoffe ich auch, dass diese Pandemie dazu führt, dass die Anerkennung für das, was in den Schulen geleistet wird, auch steigt. Ja, vielen Dank. Vielleicht ganz kurzer Punkt abschließend noch die Frage an Karin Lukas aus menschenrechtlicher Sicht. Vielleicht würde das was helfen, also wir haben jetzt sehr viel gehört, okay, es liegt doch vieles im Argen, auch in unserem Bildungssystem, obwohl es anfangs nicht so geklungen hat bei den Wortmeldungen. Würde das helfen, sozusagen auf einer juristischen Ebene, sozusagen eine soziale Rechte oder das Recht auf Bildung stärker rechtlich oder verfassungsrechtlich zu verankern in Österreich, würde das was bringen? Also ich denke, die Pandemie hat sehr gut wie ein Vergrößerungsglas, finde ich, uns gezeigt, welche Probleme es gibt und was verbessert werden muss. Darüber haben wir jetzt eh schon intensiv gesprochen. Ich glaube auch, dass ein Grund darin liegt, dass in Österreich sich Zugangsbarrieren verschlechtert haben und auch Qualität natürlich durch das Distance Learning gelitten hat.
dass das auch damit zu tun hat, dass wir soziale Rechte nicht als Grundrechte, die entsprechend einklagbar durchsetzungsfähig sind, sehen. Also in Österreich haben wir noch immer ein sehr traditionelles, ich würde sagen gestriges Verständnis von sozialen Rechten, die eher so zielorientiert sind, so ein bisschen schwammig, so ein bisschen weich, aber nicht gleichgestellt sind mit bürgerlichen politischen Rechten, die einklagbar sind. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass wir zentrale Ziele wie das Kindeswohl, das in der Kinderrechtskonvention als primäres Ziel verankert ist, auch so diffus auch wahrnehmen und durch Maßnahmen, unklare Maßnahmen auch nicht dahin kommen. Also ich glaube schon, dass durch soziale Grundrechte und durch diese Menschenrechtsbrille mehr Klarheit darüber bestünde, welche Maßnahmen objektiv begründet zu dem Ziel führen, legitimen Ziel führen, Kinderrechte zum Beispiel zu verwirklichen. Also ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Ja. Und vielleicht noch auf das Verfassungsgerichtshofsurteil nur noch was zu sagen. Also das sind auch retrospektive Urteile. Ja. Das sind Urteile, die am Höhepunkt einer Krise, Herr Hütter hat gesagt, das Haus brennt, erlassen wurden. Und jetzt sehen wir sind schon weiter. Also wir müssen auch ein bisschen zukunftsgerichtet rechtebasiert denken und nicht immer so reaktiv, notfallsorientiert handeln. Weil das sind Menschenrechte nicht. Die sind ein bewegliches System, das versucht, legitime Interessen miteinander zu verbinden und auch zu sagen, also du hast ein Recht, aber es gibt auch das Recht eines anderen. Du hast das Recht auf Gesundheit, aber es gibt zum Beispiel auch das Recht des Kindes, in die Schule zu gehen. Und das hat auch wiederum Auswirkungen, wenn das nicht passiert, auf die psychische Gesundheit des Kindes und der Jugendlichen. Also das ist viel Komplexität, die sich da auch zeigt. Ja, dann möchte ich sozusagen hier einen Punkt machen. Wir haben viele Lösungsvorschläge, auch Lösungsansätze auch gehört und Ankündigungen politische, die hoffentlich auch dann Realität werden. Mehr Geld für die Elementarpädagogik soll es geben, in Wien mehr Geld für psychologische Betreuung für Kinder habe ich da jetzt mitgenommen. Ja, gut wäre auch sozusagen eben Kinderrechte, soziale Rechte stärker quasi rechtlich auch zu verankern, in der Verfassung vielleicht auch zu verankern, diese Zusatzabkommen, die internationalen, wo das drinnen steht, auch zu ratifizieren. Das wäre Österreichs Aufgabe ebenfalls. Ja, ich hoffe, dass das alles dazu beitragen kann, dass wir unsere Kinder, dass wir euch, so jetzt Jugendliche auch zuschauen, dabei unterstützen können, zu selbstbestimmten, verantwortungsvollen, solidarischen Erwachsenen zu werden. Und ja, möchte mich bedanken. Das war unser Human Rights Talk zum Thema Recht auf Bildung, Covid-19 und die Bruchlinien im System. Diesen Talk gibt zum Nachhören und wieder anschauen auf der Website und auf dem YouTube-Kanal des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Grund- und Menschenrechte. Und ich darf mich natürlich herzlich bedanken bei unseren Gästen Gerald Hüther, Paul Kimberger, Karin Lukas, Susanna Oellinger und Christoph Wiederkehr. Vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben. Und natürlich auch danke an Sie, unser Publikum. Und vielen, vielen Dank für Ihre zahlreichen Fragen. Wir haben jetzt gar nicht alle abarbeiten können. Und ja, allen Schülerinnen und Schülern unter euch, ich wünsche euch viel Erfolg und auch Freude in diesem kommenden Schuljahr. Und Ihnen allen einen schönen Abend. Schönen Abend. Danke sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Okay, wiedersehen.